Hey Leute, ich nehme mir dieses Wochenende mal eine Pause von meinem Star Wars Content hier auf YouTube, aber ich weiß, dass viele von euch gerne auch meine längeren Videos gucken, weshalb ich euch hier in diesem Video einige meiner tiefsten und längsten Star Wars Lore Videos zusammengefasst habt. Also ihr habt hier wirklich ein paar Stunden tiefe Star Wars Lore an einem Stück. Und einige Sachen, die ich euch hier zusammengefasst habe, sind meiner Meinung nach relativ gut geworden, haben aber nicht so viele Leute gesehen, deswegen sind die hier auch nochmal mit dabei. Und da sind tiefe Geschichten, teilweise über einzelne Charaktere, aber auch über ganze Fraktionen aus Legends und aus dem Kanon drin. Zeitstempel werden verlinkt sein, habt Spaß beim Video und neuer Content kommt ganz bald wieder hier auf dem Kanal. Viel Spaß! Heute schauen wir uns eine Geschichte des Star Wars Universums an, in der es nicht nur um einen gefallenen Jedi geht, dessen Geist 4000 Jahre lang überlebte und dann immer noch Ärger machte, aber auch um Jedi-Brüder, um Verrat, um Mandalorianer, um antike Sith, die immer noch ihre Spielchen spielten, um Neugierde und Ehrgeiz, die zur Dunkelheit führten, um verschiedene neue Bruderschaften der dunklen Seite und um den großen Sith-Krieg geht. Diese Geschichte um die Jedi-Ritter Exar Kun und Ulic Kheldroma, die zur dunklen Seite fielen und versuchten dann die Galaxis zu unterwerfen, möchte ich, um ehrlich zu sein, schon seit Jahren in Videoform umsetzen. Bisher habe ich dabei vor zurückgeschreckt, weil es wirklich eine große Geschichte ist, aber jetzt nicht mehr. Da die Geschichte aber so ein großer, dicker, epischer Brocken ist, muss ich die in zwei Teile aufteilen. Heute schauen wir uns die Versuchungen der dunklen Seite der Macht an, wie diese beiden auf die schiefe Bahn gerieten und was sie dabei alles erreichten. Und nächste Woche werden wir dann den großen Sith-Krieg behandeln, den die beiden einfach mal auslösten, mit einigen sehr epischen Ereignissen. Und uns dann auch anschauen, wie Exar Kun noch 4000 Jahre nach seinem Tod die Jedi unterwandern und immensen Schaden anrichten konnte. Ich verspreche euch, es wird extrem episch, mit vielen Wendungen und vielen Sachen, die, um ehrlich zu sein, auch erst durch diese Geschichten ins Star Wars Universum reinkamen. Deswegen lasst uns auch direkt jetzt in das Thema einsteigen. Bevor wir aber mit der eigentlichen Geschichte anfangen, gibt es noch so ein paar Sachen, die wir vorher klären müssen. Denn durch die Star Wars Filme seid ihr an Jedi gewöhnt, die sich in einem Orden zentriert auf Coruscant bilden. Mit je immer so einer 1:1 Meister-Schüler-Beziehung und einfach auch Jedi, die keine Bindung eingehen dürfen. Diese Geschichte um Exar Kun und Ulic Kheldroma heute spielt aber 4 Jahrtausende vor den Filmen und da waren die Jedi einfach noch anders drauf. Es gab zwar einige wichtige Tempel in der Galaxis, wie der große Jedi-Tempel auf Ossus mit seiner riesigen Bibliothek und vermutlich auch schon den Tempel auf Coruscant. Aber Jedi-Meister waren hier in der ganzen Galaxis verstreut und einzelnen Sektoren zugeteilt. Da konnten die alleine sein oder aber teilweise ganze Horden an Schülern unter sich vereinen. Quasi so kleine Klassen an Schülern unter sich haben. Hier war es nicht ungewöhnlich, dass ein einzelner Meister 2, 3, 4 oder auch 5 Schüler gleichzeitig hatte. Und Beziehungen unter Jedi oder zwischen Jedi und Nicht-Jedi waren hier gar kein Problem. Also kam es sogar relativ häufig vor, dass sich Jedi Familien und Dynastien bildeten und die Kinder, teilweise Geschwister oder sogar Zwillinge, dann auch als Jedi ausgebildet wurden. Manchmal sogar bei ein und demselben Meister. Und was die Gegenspieler der Jedi, die Sith, angeht, auch hier gab es noch keine Regel der 2. Zur Zeit von dieser Geschichte waren erst so vor ungefähr 2 Jahrtausenden frühe gefallene Jedi auf dem Planeten Korriban angekommen und da auf die Spezies der Sith gestoßen und hatten sich als deren Lords ernannt. Und 1000 Jahre vor den Ereignissen heute hatte der große Hyperraumkrieg stattgefunden. Ein Sith-Imperium hatte hier Krieg gegen die Jedi und die Republik geführt, war aber schlussendlich vernichtet worden. Mit einzelnen kleinen überlebenden Grüppchen an Sith, die sich in verschiedenen Ecken der Galaxis versteckten. Einige Sith überlebten das mit der Zeit, andere nicht. Für die Jedi und die Republik schien damit die Gefahr durch die Sith aber erstmal gebannt. Bis ein junger Jedi namens Freedon Ned in seiner Suche nach immer größerer Macht seinen eigenen Meister tötete und sich dann auf die Suche nach Artefakten der dunklen Seite der Macht machte.
Und ganz im Ernst, über diesen großen Hyperraumkrieg, FreedomNet und generell die Geschichte der Sith an sich und auch die Geschichte einzelner Sith-Lords würde ich gerne noch einige weitere Videos machen, wenn ihr die sehen wollt. Aber das jetzt alles zu behandeln im Detail, wie es bis hierhin gekommen ist, da wären wir wahrscheinlich über 20 Stunden dran und das würde dieses Video und das nächste komplett sprengen, da würden wir diese Geschichte von Exar-Kun heute nicht mehr behandeln können. Aber ein kleines bisschen an Informationen brauchen wir noch, deswegen hier die Kurzfassung von dem, was ihr wissen müsst. FreedomNet fand einen Sith-Lord, der sich auf Yavin 4 versteckte, tötete den dann, wurde selbst zu einem Sith, wollte aber eine eigene Welt haben, erobern und über die regieren. Schaffte das dann mit dem Planeten Onderon, den er entdeckte, und herrschte da scheinbar, bis er in hohem Alter starb, als grauenhafter Sith-Herrscher über den Planeten. Anzeichen von dieser Herrschaft schwappten auch zu den Jedi und der Republik herüber, was die natürlich sehr beunruhigte. Aber Onderon war von der Republik auch gerade erst entdeckt worden und da gab es jetzt nicht so super viele Berührungspunkte. Bis dann einige Jahrhunderte nach FreedomNets Tod Bemühungen von Onderon ausgingen, der Republik beizutreten. Da gab es auch nochmal Abenteuer von den Jedi Ulikel Droma, dessen Bruder Kai, Todd Donita und Nomi Sunrider. Jedi, die nach Onderon berufen wurden und da ein Gefolge und Nachfahren FreedomNets besiegten. Aber wie gesagt, das ist auch Stoff für andere Videos, das sind ziemlich coole epische Geschichten, aber zu viel für heute. Was aber wichtig ist, Onderon wurde von der dunklen Seite der Macht befreit und trat der Republik bei. Doch das sollte noch riesige Folgen haben. So große Folgen, dass wenige Jahre später durch diesen Vorfall Sith mitten im Senat der Republik auf Coruscant stehen und den Kanzler der Republik bedrohen konnten. Womit wir dieser Geschichte langsam auf den Grund kommen. Denn der Fall der Nadisten auf Onderon brachte zwei Sachen mit sich. Zum einen gab es auf Onderon natürlich eine Menge Sith-Artefakte. Nach Jahrhunderten Regentschaft von einem Sith und an Sith-Nachfahren gab es jede Menge Relikte, die so schwer mit der dunklen Seite der Macht verseucht waren, dass sie alleine schon schreckliche Dinge bewirken konnten. Aber natürlich auch viele Holocrons und Schriftrollen voll mit Sith-Philosophie und Geheimnissen der dunklen Seite der Macht. Dinge natürlich, die die Jedi sehr schnell sicherstellen wollten, damit sie nicht in falsche Hände gerieten. Einiges war offensichtlich und konnte sofort eingesagt werden, aber mit verschiedenen Jahrhunderten, die hier vergangen waren, war manches auch versteckt, verloren oder vergraben, was erst wieder ausgegraben werden musste. Zum anderen gab es aber auch einfach solche falschen Hände, die nach Onderon kamen. In Form des Cousin-Cousine-Gespanns Alima und Satal Keto. Überreiche, fast noch Kinder aus dem Empress-Täter-System. Sie waren die Nachfahren der royalen Familie des Empress-Täter-Systems, was extrem reich war. Nicht nur wurde der Hauptplanet Empress-Täter selbst von 310 Milliarden Wesen bewohnt, es war auch eine der größten Carbonitminen der Galaxis zu dieser Zeit. Und da der Markt für Carbonit auch zu dieser Zeit sehr boomte, war Empress-Täter einfach verdammt reich. Genauso dann auch die royale Familie und damit Alima und Satal ebenfalls, sobald sie das erben würden. Aber dieser Reichtum war den beiden scheinbar nicht genug, denn sie wollten mehr. Sie wollten nicht mehr nur die reichen kleinen Kinder von Empress Theta sein, sie wollten Macht. Absolute Macht. Weshalb die beiden, sobald es möglich war, nach Onderon reisten und dort so viele Sith-Artefakte stahlen wie nur möglich. Und dadurch kamen sie nicht nur in Kontakt mit FreedomNets Ideen und Geheimnissen, sondern sogar auch mit dem Geist FreedomNets selbst, der die beiden in den Wegen der dunklen Seite der Macht unterrichtete. Hier war also ein waschechter Sith-Lord, der den beiden erschien und denen grauenhafte Dinge beibrachte. Etwas, das die beiden prompt gegen ihre Eltern und deren Sicherheitskräfte anwandten. Alima und Satal wollten endlich selber herrschen, aber die Sicherheitskräfte der Keto-Familie wollte das natürlich verhindern. Dank Alimas neuen Kräften verwandelten sich aber deren Waffen in leuchtende Schlangen, die sie einen nach dem anderen langsam aber sicher umbrachten. Natürlich gab es da keine Schlangen, die plötzlich auftauchten und ihre Waffen ersetzten. Nur pervertierte Bilder der dunklen Seite der Macht, die dann zum Tod der leidenden Opfer führten. Womit Alima und Satal mit heftigster Gewalt die Kontrolle des ganzen Empress-Täter-Systems langsam aber sicher übernahmen.
Es gab einige Gegenwehr der verschiedenen Planeten, aber mit den neu erlernten Sith-Kräften durften alle, die sich gegen sie stellten, lange und qualvoll dahin verenden. So entstand das neue Reich der Krath, wie es die beiden neuen Herrscher des Empress-Täter-Systems nannten. Auf der anderen Seite der Galaxis erschien langsam ein neuer, metaphorischer Stern unter den Jedi. Jedi-Meister Vodosios Gbas hatte auf Dantooine 3 Jedi-Schüler fast komplett zu Ende trainiert. Darunter die beiden Kathar und Liebhaber Crado und Silva, aber der vermutlich beste von den dreien, Exar Kun. Ein 1,90 Meter großer, sehr ehrgeiziger und wissbegieriger junger Jedi, der einer der besten Schwertkämpfer seiner Zeit war. Und ähnlich wie Freedon Nat einige Jahrhunderte vor ihm, war Kun wissbegierig und mit einem Verlangen danach in sich, nicht nur ein guter oder sehr guter Jedi zu werden, sondern ein großartiger Jedi, vielleicht der beste Jedi seiner Zeit. Kun fühlte sich aber von seinem Meister dabei viel zu sehr zurückgehalten. Was Kun unter anderem dazu brachte, heimlich Freedon Nats Holocron, was sein Meister jetzt nach Onderon besaß, zu aktivieren und zu studieren. Etwas, was Meister Bas natürlich entdeckte und sofort unterband. Aus guten Gründen, da solche Informationen und solch ein Wissen in den falschen Händen, wie in den Händen eines ehrgeizigen, übermütigen und grünschnäbligen Jedi, sehr gefährlich werden könnten. Das konnte Exar Kun zu dem Zeitpunkt aber natürlich nicht verstehen. Weshalb er die erstbeste Chance nutzte, als er ein wenig Freizeit von Meister Bas bekam, sein Schiff zu nehmen und die Galaxis ein wenig zu erkunden. Überraschenderweise zog ihn das natürlich zu keinem anderen Planeten als Onderon, wo er sich bei den anderen Jedi Ulik und Kai Keldroma sowie Tatlonita als Archäologe ausgab, der die neuesten ausgegrabenen Sith-Artefakte sehen müsste. Die drei frischgebackenen Jedi waren erst recht angetan von Exar Kun, bis ihr Meister Arca Jeth dazu kam und durch die Macht sofort spürte, dass Kun log. Also reiste Kun scheinbar wieder ab, nur um kurz darauf wieder in der Stadt zu sein von einem anderen Landepunkt aus, und diesmal traf er auf andere Gestalten. Auf einem großen Marktplatz predigten zwei Überbleibsel des Sith-Kults ihren Glauben, wofür sie fast vom Mob gelyncht worden waren. Kein Wunder nach jahrhundertelanger Sith-Herrschaft. Kun rettete den beiden allerdings das Leben und im Gegenzug verlangte er nur, zu den wichtigsten und besten Artefakten Freedon Nats gebracht zu werden. Und damit hatte Kun auch den richtigen Riecher, denn sie führten ihn auf den Mond Onderons D'Xun, wo ein großes Mausoleum errichtet worden war für Königin Amanor und König Amon, Nachfahren Freedon Nats, aber auch für Nats Leichnam selbst. Exar Kun wollte Sith-Artefakte finden und hatte im Gegenzug einfach mal den toten Körper eines alten Siths gefunden. Aber nicht nur das, denn der Körper war zwar tot, der Geist Freedon Nats wanderte aber noch herum und zeigte Kun alte Schriftrollen, die Geheimnisse der Sith beinhalteten, und Kun zur letzten Heimat der Sith führen könnten, wo er noch viele weitere Geheimnisse lüften könne. Exar Kun hatte jetzt hier die Entscheidung, einfach gehen und die Sache hinter sich zu lassen, oder die Schriftrolle zu nehmen und sich potenziell auf einen sehr dunklen, aber auch sehr mächtigen Weg einzulassen. Und er wählte die zweite Option. Was sich auch schnell bemerkbar machte, denn seine beiden Wegbegleiter stellten sich vor dem Mausoleum Kun in den Weg, um dieses Sith-Artefakt zu klauen, und wurden ohne zu zögern von Kun einfach in mehrere Teile geteilt. Kun hatte den ersten Schritt auf einen Weg gemacht, den er nie wieder verlassen würde, und das mit einer erschreckenden Leichtigkeit. Wurde aber von den Schriftrollen belohnt, denn er erfuhr den Namen und den Ort des geheimnisvollen Sith-Planeten Korriban. Nebenan auf Onderon erreichten die Jedi erschreckende Neuigkeiten. Immer mehr und mehr kam ans Licht, mit welch abscheulichen Gewalttätigkeiten die Krath über das Empress-Täter-System regierten und es jetzt final nicht mehr unter der Herrschaft der Republik lag. Und das konnten weder die Republik noch die Jedi durchgehen lassen.
Also wurde eine Jedi-Republik-Angriffstruppe mit einer recht großen Flotte gebildet, die die Krath von Empress Teta vertreiben und die dunkle Seite der Macht dort auslöschen sollten. Angeführt von den Jedi Uli Keldroma und Nomi Sunrider, die sich auf Onderon beim Freedon-Nat-Aufstand einen guten Namen gemacht hatten. Um sich auf die bevorstehende Auseinandersetzung vorzubereiten, ging Nomi Sunrider noch einmal mit Meister Jeff ins Gespräch und lernte von ihm die Fähigkeit der Schlachtmeditation. Eine Möglichkeit, mithilfe der Macht die Moral ganzer Armeen zu heben und damit den Ausgang selbst riesiger Schlachten zu entscheiden. Einen Monat später war es dann soweit. Eine riesige Flotte der Jedi und der Republik, angeführt von Keldroma und Sunrider, hatte die Aufgabe, nach Kronos Major zu fliegen, einem der Planeten im Empress-Theta-System, und dort die letzten Rebellen zu unterstützen, die gegen die Krath antraten. Aber bei Kronos Major angekommen, mussten sie feststellen, dass die Krath jedes letzte Fitzelchen an Rebellenaktivitäten schon zerquetscht hatten. Also war es nur noch Republik und Jedi gegen Krath. Eine Aufgabe, der diese große Flotte eigentlich gewachsen sein sollte. Doch auf einmal tauchten überall um sie herum sogenannte Space Grazer, riesige Weltraumtiere auf, die eigentlich ausgestorben sein sollten. Aber vor allem unter Raumfahrern als schiffsfressende, grausame Wesen bekannt waren. Irgendwas konnte da nicht stimmen. Alte, riesige, ausgestorbene Wesen, die gerade noch nicht da waren und auf einmal jetzt erschienen? Da stimmte was nicht. Und Nomi Sunrider ließ sich nicht auf eine falsche Fährte locken. Sie erkannte, dass das nichts weiter als Illusionen der dunklen Seite waren. Ali Makito hatte hier einen ihrer Tricks der dunklen Seite gespielt, nur diesmal viel größer, und war nicht wirklich überrascht, dass das nicht funktionierte. Aber auch genau darauf hatte sie gesetzt, denn als nächstes griffen Chaos-Sternjäger der Krath die Flotte der Republik an. Hunderte, vielleicht tausende von denen. Nomi Sunrider, die die erste Täuschung durchschaut hatte, spürte, dass hier wieder etwas faul war. Diese Chaos-Sternjäger schienen auch einfach nur Illusionen der dunklen Seite zu sein. Doch genau darauf hatte Ali Makito gesetzt. Denn unter den unzähligen, vielleicht tausenden Illusionen, die sie aussandte, befanden sich auch einige echte Sternjäger. Sie erschuf genug Illusionen, dass es für die Jedi unmöglich war, die echten Jäger von den unechten zu unterscheiden, beziehungsweise überhaupt zu bemerken, dass unter den unechten auch echte Jäger dabei waren, bis es zu spät war. Die Chaos-Sternjäger waren auf einem Selbstvernichtungskurs und nutzten sich selbst als riesige Bomben gegen so gut wie alle Schiffe der Republik. Ein vernichtender Angriff, der sogar das Hauptschiff und dessen Brücke traf, große Verwüstung anrichtete und Schrapnelle in Uli Keldromas Brust jagte. Die Krath hatten nur eine Handvoll ihrer Jäger benutzt und dabei einen Großteil der Republikflotte stark beschädigt und teils vernichtet. Sich also einer Übermacht an voll intakten Großkampfschiffen und Sternjägern gegenübersehend, trat die Republik humpelnd den Rückzug an und musste ihre Wunden lecken. Die Krath hatten diese Schlacht gewonnen und Uli Keldroma überlebte diesen Vorfall selbst nur knapp. Quer am anderen Ende der Galaxis ging Exar Kun seinen Weg der dunklen Seite immer weiter und kam beim antiken Sith-Planeten Korriban an, der scheinbar verlassen war, bis auf einige Monster, die Kun besiegen musste, um zu den Überresten der alten Lords der Sith zu kommen. Freedon Nats Stimme begrüßte Kun hier wieder und leitete ihn in eine alte Grabkammer. Hier war die Kraft der dunklen Seite der Macht so stark, dass Exar Kun schon wieder umkehren wollte, nur um zu merken, dass der Ausgang auf einmal verschlossen war. Und dann stürzte aus dem Nichts die Decke der Kammer ein. Der Geist von Freedon Nat hatte einfach hunderte Kilo, vermutlich tonnenweise Gestein, auf Exar Kun herabregnen lassen, die seinen halben Körper zerquetschten und Knochen an seinem ganzen Körper brachen. Allein dort in der Höhle, vermutlich allein auf dem ganzen Planeten, hätte das Kuns Todesurteil sein sollen. Doch er bekam ein Angebot. Ein Angebot von Freedon Nads Geist, das ihm versprach, dass wenn er sich der dunklen Seite der Macht hingab, er stark genug wäre, um aus dieser Höhle lebend wieder rauszukommen. Kun wollte das nicht. Er wollte doch nur die Sith studieren, um besser zu wissen, wie man sie besiegen konnte und vielleicht auch um ein wenig mächtiger zu werden. Er wollte ja eigentlich gar nicht selbst auf den Weg der dunklen Seite gezogen werden.
Nur so viel lernen, dass er ein großer Jedi, vielleicht der größte Jedi überhaupt werden könnte. Andererseits hatte er schon gemerkt, wie stark die dunkle Seite der Macht sein konnte und wie mächtig er sich gefühlt hatte, als er die beiden Nadisten auf Dixun getötet hatte. Also sah er keinen anderen Weg, denn wenn er nicht überleben würde, könnte er auch kein riesiger Jedi werden. Er gab sich der dunklen Seite der Macht hin, sein Körper wurde auf sehr schmerzhafte Weise wiederhergestellt und er war stark und kräftig genug, um aus dieser Situation rauszukommen. Und er konnte jetzt sogar die antike Sprache der Sith sprechen. Nach außen hin gab er sich zwar immer noch als Jedi, als aber Free the Ned einige antike Sith-Biester, sogenannte Tuk'ata rief, die ihn fast töteten, hatte Kun hier auch wieder keine andere Wahl, als auf die dunkle Seite der Macht zurückzugreifen, weil er die helle Seite der Macht irgendwie nicht mehr spüren konnte. Damit konnte er diese Biester aber auch recht schnell erledigen. Kun war jetzt mächtiger als je zuvor und wurde hier von den Geistern der toten Sith als neuer Nachfolger angenommen. Was Kun aber immer noch ablehnte. Nein, er war natürlich immer noch nur ein friedvoller Jedi, der hier, sagen wir, Recherchen anstellte. Weshalb er auch nicht Nein sagen konnte, als Friedenets Geist ihn zum nächsten Planeten, oder eher gesagt zum nächsten Mond, nach Yavin 4 brachte, um dort den Rückzugsort des antiken Sith-Lords Nagar Sedao zu finden. Währenddessen kamen die Jedi in großen Zahlen auf dem Planeten Deneba zusammen. Ein antiker Ort für Zusammenkünfte großer Zahlen an Jedi, wo die Jedi über das weitere Verfahren mit der Krath-Krise bei Empress Teta diskutieren wollten. Viele der Jedi stimmten für eine überwältigende militärische Aktion ab. Noch größer als die bisherige mit deutlich mehr Jedi als zuvor und weiteren Kräften der Republik. Kel Dromer, der seit seiner Verletzung mit dem Splitter aus dem Krath-Schiff nicht mehr so ganz derselbe war, hatte allerdings einen anderen Vorschlag. Er war dafür, dass ein Jedi, am besten er selbst, sich bei den Krath einschleichen und sie von innen heraus zerstören könnte. Er hatte den Standpunkt, dass eine militärische Aktion nur viel zu viele Leben kosten würde und die Sith-Kräfte trotzdem nach der Zerschlagung dieses Aufstands weiter ihr Unwesen treiben würden. Besser wäre es doch, von innen heraus alle Geheimnisse zu erfahren und das Ganze dann ein für allemal zu schließen. Eine Idee, der mehrere der alten und weisen Jedi-Meister sofort widersprachen, da sie wussten, dass so ein Weg den eingeschleusten Jedi sehr wahrscheinlich nur selbst auf einen unwiederkehrbaren Weg der dunklen Seite bringen würde. Und damit dann ein weiterer aus ihren Reihen jetzt für die Kräfte der Dunkelheit arbeiten würde. Da wurde die Diskussion allerdings unterbrochen, weil eine Flotte der Krath über den Neber auftauchte und Landeports abwarf, die mit Kriegsdroiden bemannt waren. Absolut tödliche Maschinen, die sofort anfingen, unvorbereitete Jedi abzuschlachten. Kel Dromer agierte trotz seiner Verletzung sofort und stellte sich einigen dieser Droiden in den Weg, bis einer von denen fast sein Ende bedeutet hätte. Wäre da nicht sein Meister Ar-Kajeth gewesen, der ihm das Leben rettete? Doch noch während Ulic seinem Meister dafür dankte, sein Leben gerettet zu haben, wurde dieser von einem der Krath-Kriegsdroiden aufgespießt und verstarb in wenigen Minuten. Die Jedi konnten sich sammeln und die Krath-Truppen von Deneba vertreiben, aber viele der Jedi verloren an diesem Tag ihr Leben und die, die das Ganze überlebten, waren von den Ereignissen ziemlich durchgerüttelt. Vor allem natürlich Ulic Kel Dromer, der sich für den Tod seines Meisters verantwortlich machte. Mit den Jedi so durchgeschüttelt, fasste Kel Dromer einfach selbst die Entscheidung, die Krath zu unterwandern und von innen heraus zu vernichten. Seine Freunde warnten ihn davor und baten ihn nicht zu gehen. Kel Dromer ließ sich von seinem Weg aber nicht abbringen und machte sich auf den Weg in das Empress-Theta-System. Verließ dabei nicht nur seinen Freund Tad Donita und seinen Bruder Kay, sondern auch Nomi Sunrider, zu der er eine romantische Beziehung aufgebaut hatte. Auf Yavin 4 traf mittlerweile Exar Kun ein, der schnell merkte, dass er nicht allein war, als er von einer Gruppe an Massassi-Kämpfern angegriffen wurde. Mutierte Sith-Wesen, die mit Nagar Sedao nach Yavin 4 gekommen und ihren alten Meister überlebt hatten. Hunderte von ihnen griffen an und überwältigten Kun, der nicht bereit war, die dunkle Seite der Macht hier voll einzusetzen.
Doch Kun sollte bald herausfinden, dass die Masasi nicht einfach irgendwelche Wilden waren. Sie hatten unter Negus Sedau eine riesige Zivilisation auf Yavin 4 mit massiven Gebäuden und Tempeln errichtet. Und in genau so einem Tempel wurde Kun jetzt von den Masasi, angeführt von ihrem Tempelpriester Zythmunir, geschleppt. Sie hatten vermutlich für eine lange Zeit keinen Außenseiter und vor allem keinen so in der Macht starken Außenseiter gesehen und befanden Kun als einen würdigen Kandidaten für ein Blutopfer an die dunkle Seite der Macht. Zythmunir rief mit Hilfe eines alten Sith-Amuletts einen massiven Sith-Worm herbei, der Kun schnappte und kurz davor war, Kun zu töten. Als dieser final einsah, dass es für ihn keinen anderen Weg mehr als die dunkle Seite der Macht gab und dem Tempelpriester eins seiner Sith-Amulette stahl. Das wiederum gab Kun genug Macht und verstärkte die dunkle Seite der Macht in ihm, um diese Abscheulichkeit der dunklen Seite der Macht zu vernichten. Mit so einem Beweis an Kraft in der Macht und vor allem in der dunklen Seite der Macht realisierten die Masasi, dass Exar-Kun ein würdiger Nachfolger Negus Sedaus sein würde und stellten sich in seinen Dienst. Und das war der Moment, in dem Frieden Nads Geist vor Kun wieder auftauchte. Stolz auf ihn, dass er sich jetzt ganz der dunklen Seite der Macht hingegeben hatte, erklärte Nad, dass Kun jetzt bereit sei, mehr über die Sith-Alchemie zu lernen, die es Frieden Nad schließlich erlauben würde, wieder in seinen Körper schlüpfen zu können. Frieden Nads Plan war es also von Anfang an gewesen, Exar-Kun so weit zu bringen, dass er ihm hinterher wieder helfen könnte, einen neuen Körper zu bekommen. Aber nach einer Schnitzeljagd quer durch die Galaxis und mehreren Nahtoderfahrungen durch Frieden Nad selbst, hatte Exar-Kun hier einfach genug. Er sammelte all seine Kraft, die durch das Amulett nochmal verstärkt wurde, und vernichtete da und jetzt Frieden Nads Geist ein für allemal. Als neuer Anführer der Masasi und als neuer Herrscher Yavin 4s befahl Kun den Masasi, neue Tempel zu bauen, um weitere Energie der dunklen Seite der Macht auf dem Mond zu bündeln und fing an, die Geheimnisse Negus Sedaus zu entschlüsseln. Dabei herrschte er über die Masasi mit brutaler Hand und ging sogar so weit, die Seelen der Kinder seiner Untergebenen gefangen zu nehmen, um seine Masasi gefügig zu halten. Seine Nachforschungen brachten Kun dann sogar so weit, dass er die Geheimnisse der alten Sith-Alchemie Negus Sedaus entschlüsseln und selbst nutzen konnte. So konnte er aus verschiedenen Masasi wie dem Tempelpriester selbst noch grausamere Biester machen und selbst neue Sith-Monster wie die Tirintatek und Kampfhydras erschaffen. Und er fand sogar noch mehr, denn nach weiterem Überlegen schloss er, dass der Sith-Worm, der ihn im Tempel angegriffen hatte, einfach da sein musste, um irgendwas zu beschützen. Und siehe da, unter diesem Tempel befand sich die Corsair, das mächtige Flaggschiff Negus Sedaus, was den nach Yavin 4 gebracht hatte, was immer noch flugfähig und sehr mächtig war. Damit hatte Exar-Kun alles, was er brauchte, eine Heimatbasis, von der aus er seine Operationen sicher planen konnte, eine treue Gefolgschaft, mächtige neue Kräfte und ein starkes Schiff. Was Kun aber nicht wusste, Frieden Nads Geist hatte sich in den Sekunden vor seiner Vernichtung noch Satal und Alimakito gezeigt und die beiden vor Exar-Kun gewarnt, dass er zwar ein mächtiger Nutzer der dunklen Seite der Macht sei, allerdings kein richtiger Sith und die beiden ihn vernichten müssten. Womit Kun nicht nur die Jedi gegen sich gestellt haben würde, sondern auch die immer weiter wachsende Macht der Krath, die aber ja gerade von einem anderen Jedi unterwandert wurden. Während Kuns Abenteuer auf Yavin 4 hatte sich Ulikel Droma nach Empress Theta geschlichen und hatte dort einen Anschlagsversuch auf die Kitos verhindert, um so seine Treue zu den beiden zu zeigen. Alimakito zeigte sich von dieser Idee eines gefallenen Jedi gar nicht so abgeneigt. Ihr Cousin Satal sah das allerdings anders. Er vermutete ganz richtig, dass Ulik nur ein Doppelagent war, der sich bei ihnen einschleichen und sie von innen heraus vernichten wollte. Weswegen Ulik erst einmal gefangen genommen und gefoltert wurde. Ulik beschwor zwar immer und immer wieder seine Loyalität zu den Krath. Der letzte Test sollte allerdings ein Sith-Gift sein, was ihm von Satal verabreicht wurde. Etwas, was Ulik nur mit Hilfe der Macht neutralisieren und sich so retten konnte.
Da wurde es Alima zu bunt, die Ullig unter ihre Fittiche nahm und dafür sorgte, dass er wieder auf die Beine kam. Und schlussendlich sogar eine Romanze mit ihm anfing. So wurde Ullig Heldroma immer mehr in die Krath aufgenommen und fing an, deren Militär langsam aber sicher zu modernisieren und die Krath damit noch mächtiger zu machen. Bis eine andere Jedi auf Empress Teta festgesetzt wurde. Ulligs Freunde hatten sich zu große Sorgen gemacht und Nomi Sunrider auf Empress Teta eingeschleust, was die Krath recht schnell merkten und Sunrider festnahmen. Hier sah Satal nochmal eine Chance, Ullig zu testen. Sunrider sollte hingerichtet werden und als Henker sollte natürlich dafür Ullig fungieren. Seit seiner Abreise bei den Jedi hatte sich Ullig aber auch ein wenig verändert. Vielleicht wegen seiner Zeit bei den Krath, vielleicht dank Alima oder auch wegen des verabreichten Sith-Giftes. Aber er wollte trotzdem nicht, dass Nomi starb. Genauso wenig wollte er aber auch seine Deckung hier auffliegen lassen, denn die Krath waren noch nicht vernichtet. Also sagte er zu, sie am nächsten Tag hinzurichten, mit dem Vertrauen, dass Nomi fähig genug war, alleine aus dem Kerker ausbrechen zu können. Er sandte aber auch eine Holo-Nachricht, versteckt in einem Droiden nach Nomi, was natürlich von Satal abgefangen wurde, der jetzt endlich seinen Beweis für Ulligs Verrat hatte. Und dann prompt einen Attentäter auf Ullig losschickte. Und dann passierten fast mehrere Dinge gleichzeitig. Nomi entkam ihrem Verlies und Kay und Todd kamen ihr zu Hilfe. Ullig wurde von dem Attentäter überrascht, konnte den aber neutralisieren und sah jetzt seine Chance gekommen, sich für Meister Arkas Tod zu revanchieren. Da seine Deckung bei Satal sowieso aufgeflogen war, und griff Satal an, der ebenfalls zu ihm gestoßen war. Ein kurzes Duell zwischen Ullig und Satal folgte und voller Wut schlug Ullig Satal in diesem Duell. Was fast genau das war, was Satal gewollt hatte. Denn durch diese Welle an rohem Hass und Wut in Ullig wurde das Sith-Gift final aktiviert und in Ulligs Körper freigelassen. Was auch Ulligs Weg auf die dunkle Seite der Macht final besiegelte. Ein weiterer Versuch der Jedi, Ullig zurückzuholen, scheiterte, da Ullig hier einfach nicht weg wollte, als Ullig und Alima vor ganz andere Probleme gestellt wurden. Exar-Kun hatte nämlich beschlossen, dass es Zeit war, seine Macht und seinen Einfluss zu erweitern und hatte als erstes Ziel Empress Teta gewählt, um seine Rivalen dort in der dunklen Seite der Macht als erstes auszulöschen. Mit dem Chaos, was die Jedi angerichtet hatten, war es für den jetzt extrem mächtigen Exar-Kun recht einfach gewesen, an Ullig und Alima ranzukommen und stand jetzt direkt vor ihnen. Die Jedi flohen, doch als Exar-Kun Ullig angreifen wollte, passierte etwas Komisches. Das Sith-Amulett, was er auf Yavin 4 erhalten hatte, fing an zu leuchten. Wie auch ein Sith-Amulett, was Ullig trug und von Alima bekommen hatte. Es waren Partner-Amulette, die endlich wieder zueinander geführt worden waren und das mithilfe der Macht bemerkten. Was schließlich den Geist des mächtigen, antiken Sith-Lords Marka Ragnus hervorrief. Ragnus verkündete beiden, dass ihr Initiationsritus der dunklen Seite jetzt beendet sei. Exar-Kun solle der neue Lord der Sith werden und Ullig ebenfalls ein Sith als Schüler Exar-Kuns. Und zusammen sollten die beiden die Galaxis unterwerfen. Überwältigt von dieser Nachricht beschlossen die beiden ihre Unstimmigkeiten beizulegen und ihre Kräfte zusammenzutun. Exar-Kun hatte das Wissen über antike Sith-Alchemie, eine treue Gefolgschaft auf Yavin 4 und ein antikes, sehr mächtiges Schiff. Während Ullig über sehr viele Ressourcen, Credits und eine starke Armee verfügte. Alles in allem extrem gute Voraussetzungen, um die Galaxis zusammen zu unterwerfen. Und das sollten die Jedi, aber vor allem auch die Republik und sogar der Senat auf Coruscant bald persönlich erfahren. Was aber noch niemand zu diesem Zeitpunkt wusste, war, dass bald eine weitere Fraktion mit ins Spiel kommen würde. Die Mandalorianer, die hier ihre eigene Chance auf Ruhm und Reichtum sahen. Aber wie das Ganze weitergeht, mit was für fiesen Tricks Exar-Kun die Jedi als solche noch bedrohen sollte und welche geheimen Spielchen Alima vielleicht noch so im Schilde führte, schauen wir uns im nächsten Video an, wo es dann auch darum gehen wird, wie Exar-Kun selbst noch den Jedi-Orden unter Luke Skywalker terrorisieren konnte.
Es gibt momentan keinen Charakter in Star Wars, der so interessant ist und gleichzeitig an so vielen Stellen auftaucht und noch in Zukunft auftauchen kann, wie Saw Gerrera, dem Freiheitskämpfer, der auf seinem Heimatplaneten gegen die Separatisten antrat und direkt nach dem Fall der Republik seine Aktivitäten dann gegen das Imperium richtete. Und das über Jahre, Jahrzehnte hinweg erfolgreich. Also Saw Gerreras Leben, von seinen Anfängen auf Onderon bis hin zu all seinen blutigen Taten zur Zeit des Imperiums. Über Saw Gerreras junge Jahre ist nicht viel bekannt. Wir wissen, dass er mit seiner Schwester Steela auf dem Planeten Onderon aufwuchs. Zu einer Zeit, in der die politische Landschaft in der Galaxis immer weiter aufgeheizt wurde und sich schließlich eine Separatistenbewegung unter der Führung des serenianischen Adligen Dooku bildete, die sich von der Republik lossagen wollte. Bei einem Vorfall auf dem Planeten Geonosis kamen die Spannungen zwischen Republik und dieser neuen Bewegung zu ihrem Höhepunkt und ein finaler Bruch zwischen den beiden Seiten fand statt, mit dem Beginn eines Konflikts, der später die Klonkriege genannt werden sollte. Und es dauerte nicht lange, bis dieser Konflikt Onderon und damit auch Saw und seine Schwester erreichte, da die Separatisten ihre Fühler nach Onderon ausstreckten. Im inneren Rand der Galaxis gelegen, recht nahe der reichen und mächtigen Kernwelten, war Onderon ein gutes Ziel für die Separatisten, die sonst hauptsächlich eher weiter außen in den äußeren Gebieten der Galaxis angesiedelt waren. Onderon war traditionell recht neutral und wollte in diesem Konflikt auch weiter neutral bleiben, was sich dann allerdings stark änderte, als die Separatisten den Planeten invadierten und den bisherigen König Ramses Dendub absetzten und ihren eigenen König Sanjay Rash auf den Thron setzten. Onderon ließ das kampflos über sich ergehen, wodurch scheinbar niemand bei dieser Invasion auch nur verletzt wurde. Viele Onderonianer waren über diesen Richtungswechsel nicht wirklich erfreut, waren aber zu verängstigt, um etwas dagegen zu unternehmen. Nur eine Gruppe an jungen Onderonianern wollte das allerdings nicht einfach so hinnehmen und versuchte auf eigene Faust gegen die Kräfte der Separatisten auf Onderon zu kämpfen. Mit bei dieser Gruppe unter anderem Lux Bonteri, der Sohn der republikanischen und später dann separatistischen Senatorin Mina Bonteri, sowie aber auch Saw und Steela Gerrera. Einige Waffen und Rüstungen konnte die Gruppe für sich sichern und ein paar kleine Gefechte gegen die Droiden der Separatisten kämpfen. Dabei merkten sie aber schnell, dass sie ohne Hilfe nicht sehr weit kommen würden. Also suchten sie Kontakt zur Republik, um von dieser Unterstützung zu erbitten und erreichten so schließlich die Jedi. Die waren zunächst zögerlich, eine Gruppe in einem Guerillakampf gegen eine deutlich größere Armee zu unterstützen, aus Sorge, dass bei einem solchen Konflikt viel zu viele zivile Opfer auftreten könnten. Waren dafür aber bereit, die Gruppe Onderonianer auszubilden und sie vor allem mit Waffen und Ausrüstung zu versorgen, die nur gegen Droiden effektiv waren. Also sandte die Republik die drei Jedi Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano sowie den Klon-Captain Rex nach Onderon, um diese Gruppe in ihrem Kampf gegen die Separatisten zu unterstützen und sie auszubilden. Und die Jedi fanden die Onderonianer in einem desaströsen Zustand vor. Keiner von ihnen hatte bisher vernünftige Kampferfahrung, wie es schien, dafür waren aber alle bereit und fähig, schnell zu lernen. Ihnen wurde beigebracht, mit Blastern richtig umzugehen, Panzer der Separatisten auszuschalten und auch wie man Droidikas effektiv unschädlich machen konnte. Doch noch bevor die Ausbildung beendet war, wurde die Gruppe von den Separatisten entdeckt und angegriffen. Ein Angriff, der zum Glück mit Hilfe der Jedi und der neu erlernten Fähigkeiten abgewehrt werden konnte. Damit war jetzt allerdings der Ort, der Stützpunkt der onderonianischen Rebellen, preisgegeben. Und sie mussten sich bewegen, und zwar schnell, um nicht von separatistischen Verstärkungen aufgerieben zu werden. Also entschieden sich Saw und die anderen, den Kampf direkt ins Herz Onderons zu tragen, sich als Zivilisten auszugeben und nach Isis, der Hauptstadt Onderons, zu reisen. Als Jäger verkleidet, schaffte es die Gruppe, an den eher gedanklich unbeweglichen Kampfdroiden, die als Wachen eingeteilt waren, vorbeizukommen, wodurch sie direkt an der Hauptschlagader des Planeten lagen. Ihre Hauptaufgabe war es zunächst, Verbündete zu finden, weshalb Saw weitere schon existierende Rebellen von ihrer Präsenz in Kenntnis setzte und die anderen versuchten, neue Leute für ihre Sache zu gewinnen. Und von da an fing ein langsamer Partisanenkampf an. Immer wieder und wieder griffen die Rebellen kleine Gruppen an Kampfdroiden an, nur um blitzschnell wieder zu verschwinden. In der Bevölkerung sorgte das bei einigen dafür, sich der Sache Saws und Steelers anzuschließen. Bei der Mehrheit wuchs die Furcht aber immer mehr, was natürlich auch die Widerstandsgruppe mitbekam. Saw, der eher ein pragmatischer Kämpfer war, sah das Problem hier darin, dass sie noch nicht genug gegen die Separatisten getan hatten, während seine Schwester Steela das größere Bild in Betracht nahm und vermutete, dass die Bevölkerung noch nicht wirklich wusste, dass ihre Gruppe nur den Frieden auf Onderon wiederherstellen und die Unterdrückung durch die Separatisten beenden wollte.
Lux Bonteri schlug hier vor, den Energiegenerator von Isis zu zerstören, um zu zeigen, wie stark ihre Rebellengruppe war, was weitere Unterstützung von der Bevölkerung zusichern sollte. Dafür setzte die Gruppe ihre gelernten Fähigkeiten ein, schaltete die Droiden eines separatistischen AAT-Panzers aus und nahm diesen zum Energiegenerator, der nach einem kurzen Feuergefecht in die Luft flog. Das gab Source und Steeders Leuten Aufwind, während die Jedi sich zurückzogen und nur Ahsoka Tano zurückließen. Im Kreis dieser Widerstandsgruppe wurde daraufhin auch nach einem Anführer für sie gesucht. Und auch wenn Saw sich sicher war, dass er zum Anführer gewählt werden würde, entschied sich die Gruppe einstimmig für Steeler, was Saw erstmal verarbeiten musste. Auf der Gegenseite bei den Separatisten setzte das aber auch einiges in Bewegung. Dooku befahl Droidenverstärkung nach Onderon mit einem neuen Oberbefehlshaber, dem Super-Taktik-Droiden General Kalani. Doch die Widerstandsgruppe schaffte es immer wieder und wieder, weitere Verstärkungen auszuschalten und jetzt sogar Holo-Übertragungen von Steeler an die Bevölkerung zu verbreiten, um die Unterstützung der Bürger Isis gewinnen zu können. Da der von den Separatisten eingesetzte König Rash weiterhin vermutete, dass der alte König Dendup hinter diesen Anschlägen steckte, ließ er dessen Hinrichtung für den nächsten Tag anordnen. Was die Widerständler wiederum in Zugzwang setzte. Ihr Ziel war es ja, die Separatisten von Onderon zu kriegen und Dendup wieder auf den Thron zu bekommen. Das wäre jetzt schwierig, wenn am nächsten Tag der Kopf von eben diesem König rollen würde. Also wurde überlegt, wie Dendup am besten gerettet werden könnte. Steeler war dafür, Dendup auf dem Platz der Hinrichtung im letzten Moment zu befreien, was natürlich auch recht medienwirksam für die Bevölkerung wäre, während Saw den für die Gruppe deutlich gefährlicheren Vorschlag machte, Dendup noch am gleichen Abend aus der Gefangenschaft zu befreien. Steeler setzte sich durch, doch Saw war zu dickköpfig, um sich Steeler unterzustellen und versuchte alleine, Dendup zu retten, was grauenhaft fehlschlug und dafür sorgte, dass er selber in Gefangenschaft geriet und am nächsten Tag hingerichtet werden sollte. In den kommenden Stunden wurde Saw immenser Folter unterzogen, um ihn dazu zu bringen, den Standort seiner Freunde preiszugeben. Doch Saw blieb standhaft. Diese Folter hätte General Kalani vielleicht sogar bis zu Saws Tod betrieben, wäre da nicht Akhenaten Tandin gewesen, der General der royalen onderonianischen Miliz, der Saw für weitere Verhöre lebendig haben wollte. Am nächsten Tag war es dann soweit. Als die Hinrichtung stattfinden sollte, fanden sich nicht nur tausende Bürger Isis, sondern natürlich auch die Freiheitskämpfer und Commander Tano im zentralen Platz der Stadt ein, um die Hinrichtung zu verhindern. Was zunächst auch funktionierte, bis die Droiden Verstärkung erhielten und es für die Freiheitskämpfer so aussah, als ob sie ohne Hilfe Ahsokas ernste Probleme hätten. Als aber doch die royale onderonianische Miliz eingriff und den Freiheitskämpfern zu Hilfe kam. Ein Gespräch zwischen General Tandin und Saw hatte Tandin umgestimmt und seine Treue zu seinem eigentlichen König wieder entfacht. Schlussendlich musste dann doch noch Hilfe der einzigen Jedi auf dem Planeten kommen und die Freiheitskämpfer, die Miliz und der wahre König Onderons konnten fliehen und sich in die Berge des Planeten zurückziehen. Von hier aus begann König Dendup Holo-Übertragungen an die Bürger zu senden, was schließlich zu flächendeckenden Aufständen gegen die Separatisten führte. Doch der Planet war lange noch nicht befreit. Die Separatisten hatten immer noch eine große Armee auf dem Boden und es würde einiges an Kraft kosten, sie final zu besiegen. Das Problem dabei? Der Widerstand musste sich zurückziehen und die meisten der Kampfdroiden befanden sich in der Stadt Isis neben Abertausenden an Zivilisten. Während Saw dafür plädierte, den Kampf wieder zu den Separatisten zu tragen und zivile Opfer, egal wie hoch sie wären, in Kauf zu nehmen, wollte Steeler die Droidenarmee rauslocken, um zivile Opfer so gering wie möglich zu halten. Diese Rücksichtslosigkeit Saws, vor allem gegenüber Zivilisten, sollte sich in den kommenden Jahren bei Saw noch verschlimmern. In den Bergen krachten dann beide Seiten schlussendlich gegeneinander. Mit verschiedenen Scharfschützen und Repetierblastern auf erhöhten Positionen, berittenen Einheiten und Infanterie auf dem Boden und einigen mit Granaten ausgestatteten Widerstandskämpfern, die auf den fliegenden Rupings ritten, stellten sie sich gegen eine Horde Androiden, die wiederum durch AATs und MTTs unterstützt wurden. Zunächst lief die Schlacht recht gut für den Widerstand. Vor allem die Kämpfer auf den erhöhten Positionen und die Rupingreiter fügten den Droiden großen Schaden zu. Doch die Droidenarmee hatte noch ein letztes Ass im Ärmel. Neuartige Droidenkanonenboote, die sowohl schwer bewaffnet, wie auch mit einem Energieschild ausgestattet waren. Und die schlugen direkt beim Eintreffen eine Schneise in die Onderonianer. Mit den verfügbaren Waffen versuchten die Widerstandskämpfer alles, um die Kanonenboote zu beschädigen. Dank ihrer Schilde richteten die Waffen der Widerstandskämpfer aber nicht mal den geringsten Kratzer an diesen Fliegern an. Also zogen sich die Widerständler zurück und erbaten bei den Jedi Hilfe. Die hatten zwar strikte Anweisungen,
sich nicht in die internen Affären Onderons einzumischen, sahen aber auch nicht ein, ihre Verbündeten im Stich zu lassen. Da kam Jedi-Ritter Anakin Skywalker die Idee, Waffen einfach an eine neutrale Partei zu geben, die dann wiederum nach Onderon liefern könnten. Und wer wäre dafür denn nicht besser geeignet als Pirat und Schmuggler Hondo Onaka? Der von den Jedi einige Kisten dann an RPS-6 Raketenwerfern erhielt, die der wiederum prompt nach Onderon lieferte. Die Raketen machten dort Kleinholz aus den Kanonenbooten, was die Droidenarmee ohne Luftunterstützung ließ und zu deren Vernichtung führte. Beim Abschuss des letzten Kanonenbootes durch Saw kam es allerdings zu einem tragischen Vorfall. Durch verschiedene Umstände führte der Abschuss des Kanonenbootes zum Sturz seiner Schwester Steela. Zu einem Sturz, den sie nicht überleben würde. Damit machte sich Saw, auch wenn er nicht direkt verantwortlich war, Vorwürfe, dass er für den Tod seiner Schwester gesorgt hatte. Vorwürfe, die ihn ein Leben lang nicht loslassen würden. Und so wurde aus dem Gespann Schwester, die das große Ganze sieht und eine gute Führerin ist, und Bruder, der gnadenlose Krieger, der sehr effektiv ist, aber von seiner Schwester, von seinen schlimmsten Taten zurückgehalten wird, nur noch der kaltblütige Bruder, der seinen moralischen Kompass verloren hatte. Diese großen Droidenverluste auf Onderon machten den Planeten aber deutlich unattraktiver für die Separatisten. Sie hatten hier auf eine einfache Aktion gehofft, einen Planeten nahe dem Kern, den sie ohne große Mühe halten konnten. Doch dank der Widerstandskämpfer und jetzt der Bevölkerung, die sich gegen die Separatisten erhob, wurde das Unterfangen zu kostspielig für Dooku, der den Rückzug und die Ermordung König Rashs anordnete. Wodurch Dendup wieder auf den Thron kam und Onderon den Rest des Krieges scheinbar recht friedlich weiterleben konnte. Aber wir alle wissen ja, dass das nicht lange anhalten würde. Was Saw in der Zeit machte, wissen wir nicht genau. Es ist möglich, dass er sich auf Onderon zur Ruhe setzte oder anderswo gegen die Separatisten kämpfte. Dafür wissen wir, was dann mit Saw war, als die Republik fiel und das Imperium auferstand. Saw war zwar in den Klonkriegen von der Republik unterstützt worden, sah in dessen Nachfolger im Imperium aber genau das, was es war. Ein weiterer Despotenstaat, der Saws und Onderons Freiheit genauso bedrohte, wie die Separatisten es einige Jahre zuvor getan hatten. Also mobilisierte Saw hier wiederum Leute, diesmal mit ihm an der Spitze, da Steela ja nicht mehr zur Verfügung stand, und nahm den Kampf gegen das Imperium auf. Was definitiv recht schnell ein Dorn im Auge des Imperiums wurde, denn das Imperium hatte erwartet, mit offenen Armen von der Galaxis empfangen zu werden. Immerhin sollte es Sicherheit bieten und so einen blutigen Krieg wie den gerade erst beendeten verhindern. Einige Zellen an Separatisten wehrten sich zwar noch einige Zeit gegen das Imperium, das war zu erwarten, aber Aufstand aus anderen Bereichen? Daran war nicht zu denken und es war gefährlich. Sollte jemand mit so einem Aufstand Erfolg haben, könnte sich das wie ein Feuer über die Galaxis hinweg ausbreiten und das gerade erst gegründete Imperium in die Knie zwingen. Also sendete der imperiale Admiral, der für Onderon zuständig war, Vilhov Tarkin, eine Einheit an Klon-Elite-Soldaten, Einheit 99 nach Onderon, um Saw und seine Miliz auszuschalten. Pech für das Imperium war nur, dass gerade Einheit 99 genetisch verändert war, von den anderen Klonen und eigenständiger denken konnte als eben andere Klone. Und eine Miliz anzugreifen, die kurz vorher noch ein Verbündeter der Republik war, schien denen nicht richtig. Was zur Festnahme von Kloneinheit 99 durch Saws Leute führte. Der die Klone dann aber bald schon wieder freiließ, da er selber erkannte, dass auch die Klone das Potenzial hatten, sich gegen das Imperium stellen zu können. Was schließlich auch passierte. Fast alle Klone von 99 desertierten, nur der Scharfschütze der Gruppe Crosshair blieb beim Imperium und führte kurz darauf eine andere imperiale Truppe nach Onderon, um den Job zu erledigen. Saw war da allerdings schon lange verschwunden und nur einzelne Überbleibsel seiner Miliz und einige Zivilisten fanden den Tod durch das Imperium. Saw schien noch einige Zeit auf Onderon zu bleiben und dort auch eine Schlacht gegen ein imperiales Platoon unter Leitung von ISB-Agent Kallus zu führen. Großartige Details haben wir dazu allerdings nicht. Ab da wird Saws Geschichte aber lückenhaft. Die nächsten 19 Jahre sollte sich Saw gegen das Imperium auflehnen und einige sehr effektive Angriffe und Anschläge durchführen. Einiges haben wir da sehr detailliert beschrieben, es gibt aber auch teilweise Abschnitte von mehreren Jahren, bei denen wir noch überhaupt keine Informationen darüber haben, was, wie und wo Saw gemacht hat. Irgendwann, kurz nach diesem Scharmützel auf Onderon, kämpfte Saw im Arcanis-Sektor, in dem sich auch die Planeten Tatooine und Geonosis befanden. Und das nächste, was wir wissen, ist 2 Jahre nach dem Fall der Republik. Hier schloss sich Saw einer Schmugglergruppe unter Haz Obit an,
Diese besorgte imperiale Waffen und lieferte sie scheinbar Widerstandsgruppen in der gesamten Galaxis, die sich mittlerweile gegründet hatten. Also genau das Richtige für Saw Gerrera, der Kontakte knüpfen und seine eigene Gruppe aufbauen wollte. Das Problem war nur, dass diese Schmuggleroperation sich vom Imperium ausgedacht worden war, von Orson Krennic, der für ein geheimes Projekt Ressourcen brauchte. Ressourcen von Planeten, die von alten Gesetzen der Republik beschützt wurden. Um diese Gesetze zu umgehen und sein Geheimprojekt geheim zu halten, beschloss er, auf diese Planeten Waffen zu schmuggeln. Sei es jetzt an wirkliche Widerstandsgruppen oder einfach an Forscher oder normale Firmen, um dann kurz darauf mit einer Flotte an Sternzerstörern auftauchen zu können. Dank den geschmuggelten Waffen einen Vorwand zu haben, um einzugreifen und dann den Planeten komplett abzuriegeln. Und genau das sollte hier auch mit dem Salient-System passieren, zu dem Haz und Saw die Waffen schmuggelten. Haz war hierbei der einzige der Schmuggler, der von dem doppelten Spiel wusste, wollte aber bei dieser Lieferung das Imperium selbst hintergehen und teilte die Geheimnisse mit seinen Mitschmugglern und somit auch mit Saw. Dadurch entbrachen blutige Kämpfe auf Salient, die natürlich das Imperium im Endeffekt gewann. Haz Obit wurde vom Imperium festgenommen, Saw konnte allerdings fliehen. Obit hatte aber auch Glück im Unglück. Da er mit Krennic zusammengearbeitet hatte, wurde er von einem von Krennics Rivalen wieder freigelassen, nämlich von Willow Tarkin. Der wollte, dass Obit für ihn Krennic ausspionierte, wodurch Obit wieder auf freien Fuß kam. Obit hatte aber auch noch andere Verbindungen. Einige Jahre vorher hatte Obit andere Ladungen für Krennic geschmuggelt. Unter anderem war eine Ladung auch die Erso-Familie. Galen und Lyra Erso mit ihrer jungen Tochter Jin, während die auf dem Planeten Veld von Separatisten festgesetzt waren. Und jetzt, kurz nach dieser Aktion im Salient-System, wurde Obit wieder von den Ersos für eine neue Rettungsmission kontaktiert. Galen Erso und Orson Krennic kannten sich von früher und Erso arbeitete als Top-Wissenschaftler für Krennic im Bereich der Energiegewinnung. Einige Vorfälle sorgten aber dafür, dass die Erso-Familie sich auf Coruscant nicht mehr sicher fühlte und vor dem Imperium und vor allem vor Krennic fliehen wollte. Und für diese Flucht hofften sie auf die Hilfe von Obit. Der wusste aber wiederum, dass Krennic vermutlich dahinter kommen und die Erso-Familie bei ihm vermuten würde, weshalb Obit seinen neu gewonnenen Kontakt Saw Gerrera kontaktierte und ihn um Hilfe bat, die Ersos von Coruscant wegzubekommen. Und so kam Saw in die Bekanntschaft der Ersos und half denen ein neues Leben auf dem Planeten La'Mu aufzubauen. Und das war eine Bekanntschaft, die sein komplettes restliches Leben prägen sollte. Obit, der aber sowohl Krennic wie auch den Ersos nahestand, hatte einige Entdeckungen in Richtung des Geheimprojektes Krennics gemacht und auch die Ersos wussten eine Menge mittlerweile darüber. Wie viel sie von diesem Geheimprojekt aber Saw anvertrauten, ist leider nicht wirklich bekannt. Der Planet La'Mu sollte den Ersos allerdings als ein gutes Versteck dienen. Sollte das Imperium sie doch finden, war der Plan, dass Lyra und Jin Erso sich in einem geheimen Bunker versteckten und Saw kontaktieren würden. Etwas, das die Erso-Familie in den nächsten Jahren oft mit ihrer Tochter Jin üben sollten. Diese Zeit nutzte Saw allerdings, um weitere Verbündete zu finden und dem Imperium so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Ein Ziel Saws war da 3 Jahre später, 14 Jahre vor der Schlacht von Yavin, der Planet Kashyyyk. Die Einwohner des Planeten, die Wookiees, wurden systematisch vom Imperium ausgenutzt und als Sklaven auf dem Planeten wie auch überall in der Galaxis eingesetzt. Und das Imperium hatte dort eine Raffinerie aufgebaut, was das Harz der örtlichen Vroshir-Bäume für das Imperium in eine mächtige Verbindung unbekannter Art umwandeln sollte. Damit schien Kashyyyk ziemlich wichtig für das Imperium zu sein. Gleichzeitig waren die Wookiees groß und stark und sehr auf ihre Freiheit fokussiert. Auf dem Planeten gab es in der Bevölkerung also einen starken Willen zu rebellieren. Was Kashyyyk zu einem perfekten Planeten für Saw machte. Wichtig für das Imperium mit dem Potenzial, viel Unterstützung aus der Bevölkerung zu bekommen. Also brachte Saw seine Partisanen nach Kashyyyk. Wie genau er das schaffte, wissen wir leider nicht. Generell sind unsere Informationen über Saws Einsatz da auch relativ schwammig. Dafür wissen wir, dass Saw bei diesem Einsatz aber auch sehr viel Glück hatte, da der ehemalige Jedi-Padawan Cal Kestis zur gleichen Zeit nach Kashyyyk kam, um den Wookiees zu helfen. Mit den Unterstützungen der Wookiees und eines Jedi konnte Saw einige Fortschritte auf Kashyyyk machen. Er bot Kestis sogar an, sich ihm anzuschließen, was Kestis allerdings ablehnte. Zusammen schaffte diese Widerstandsbewegung auf Kashyyyk, die Raffinerie einzunehmen, wonach Saw einige seiner Partisanen zurückließ und auf eine andere Mission aufbrach. Seine Partisanen konnten mit den Wookiees noch einige Fortschritte verzeichnen, wurden dann allerdings vom Imperium überwältigt. Was für Saw bedeutete, dass er seine Truppen zurückziehen und die Wookiees im Stich lassen musste.
Er war immerhin immer noch der pragmatische Krieger, der schon am Anfang in den Klonkriegen war. Eine Entscheidungssource, bei der allerdings nicht alle seine Partisanen mitzogen. Einige blieben lieber auf Kashyyyk zurück, um die Wookiees weiter zu unterstützen, was Saws Kräfte noch weiter schmälerte. Ein Jahr später wurde Saw von der kleinen, gerade einmal 7 Jahre alten Jyn Erso dann wirklich kontaktiert. Ihre Familie war wirklich vom Imperium gefunden worden und die ständigen Sicherheitsübungen mit ihren Eltern hatten so weit funktioniert, dass sich Jyn in ihren Bunker zurückziehen und Saw erreichen konnte, allerdings ohne ihre Mutter. Saw hoffte auf Lamu rechtzeitig zu sein, um den Ersos noch helfen zu können, fand aber wirklich nur die kleine Jyn vor, die er mit sich nahm und so etwas wie ihre neue Vaterfigur wurde. Saw nahm Jyn mit zum Planeten Vrea, einem Ort, der für Saws Dienste mehr oder minder perfekt geeignet war. Während den Klonkriegen hatte es hier einen kleinen Kommunikationsturm gegeben, wodurch ein wenig Infrastruktur auf dem Planeten vorhanden war. Der Planet konnte aber auch nur über die Smuggler's Run genannte Route durch ein sehr gefährliches Asteroidenfeld erreicht werden. Das war eine Route, die erstens nicht jeder kannte und zweitens sehr schwierig zu fliegen war, also selbst wenn man sie kannte, konnte da nicht jeder durch. Bei potenzieller Gefahr könnte das Asteroidenfeld also gut als Deckung dienen, das Imperium verlangsamen und Saw die Zeit geben, die er brauchte, um zu evakuieren oder eine Verteidigung aufzubauen. Auf Rhea hatte Saw einen massiven Komplex mit vielen Räumen, die bei Jyns Eintreffen allerdings vollkommen leer waren. Außer Saw und Jyn war niemand dort. In den kommenden Wochen, Monaten und Jahren baute sich zwischen Jyn und Saw dann eine fast schon familiäre Beziehung auf. Und Saw unterrichtete Jyn schon in jungen Jahren in den Dingen, die er am besten konnte. Er hatte nach Rhea einige Droidenüberreste gebracht, die er selber für Übungen nutzte, sowohl um im Nahkampf wie auch im Fernkampf fit zu bleiben. Und genau das brachte er Jyn bei. So wuchs Jyn sowohl mit den physischen Kampffähigkeiten auf, die sie brauchte, um eine gute Widerstandskämpferin zu sein, wie aber auch mit taktischem Wissen, was sie von Saw beigebracht bekam. Gleichzeitig war Jyn einfach auch die Tochter zweier brillanter Wissenschaftler der Republik gewesen, die in den Jahren vor ihrem Tod bzw. ihrer Entführung durch das Imperium Jyn einiges beigebracht hatten. Und diese Fähigkeiten, die sie von ihren Eltern mitbekommen hatte, erweiterte Jyn auf ihrem eigenen Datenpad, wodurch sie eine begnadete Datenfälscherin wurde. Wenn Saws Leute also imperiale Papiere brauchten, war Jyn die richtige Ansprechpartnerin. Denn was Jyn bald schon herausfinden sollte, war die Tatsache, dass der riesige Komplex, in dem sie mit Saw von da an lebte, nicht nur das Zuhause Saws war. Alle paar Monate füllte der Komplex sich mit Hunderten an Leuten. Riesige Räume wurden zu Schlafquartieren dutzender Partisanen, die auf Rhea miteinander übten und sich für neue Aufträge bereit machten. Neben diesen Partisanen tauchten aber auch immer wieder Leute anderer Widerstandsbewegungen auf. Saw hatte in den letzten Jahren Verbindungen überall in der Galaxis mit Gleichgesinnten geschlossen, die Saw zwischendurch besuchten, um mögliche gemeinsame Missionen zu besprechen. Eine dieser Missionen führte Saw zusammen mit Jyn zu den Cloudrinern, einer Widerstandsgruppe angeführt von Anfys Nest. Jyn war da gerade einmal 11 Jahre alt, hatte Saw allerdings angefleht, endlich auf eine Mission mitkommen zu dürfen. Und dass Saw sich hier nur mit einer mehr oder minder verbündeten Truppe traf, hatte er zugestimmt. Von Anfys Nest sollte Saw Coaxium erhalten, was die Gruppe sich erst kurz zuvor selber gesichert hatte. Als die Jahre fortschritten und sich in Teilen der Galaxis einiges an Widerstand deutlich besser organisierte, bekam Saw auch immer wieder Besuche von Vertretern der Rebellenallianz. Einige seiner eigenen Partisanen liefen sogar zur Allianz über, Saw selbst wollte aber auf keinen Fall der Allianz beitreten. Für ihn war die Allianz zu politisch, zu diplomatisch und nahm zu viel Rücksicht auf potenzielle zivile Opfer. Dass das für Saw, wie vor Jahren auch auf anderen, kein Problem war, zeigte eine Mission, die Saw und einige seiner Partisanen 6 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Inusagi brachte. Saw war von Arane Oreida angeheuert worden, um auf Inusagi den imperialen Gouverneur Kor Toferfin zu töten. Und um das zu erreichen, infiltrierte Saw mit einigen seiner Partisanen und der jetzt 15-jährigen Jyn Erso, die ihnen die benötigten Einladungscodes generieren sollte, das derzeit stattfindende Sakula Blütenfest. Festivitäten, die jedes Jahr auf dem Planeten stattfanden und Tausende in die Hauptstadt zogen. Bei einer Ansprache des Gouverneurs trat Saw mit seinen Partisanen bewaffnet mit Flechettwerfern auf und fing an zu feuern. Diese Flechettwerfer brachten in kürzester Zeit Hunderte an kleinen metallenen Projektilen hervor, die mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Luft flogen und darauf ausgelegt waren, so viel Fleisch wie möglich zu zerreißen. Bei dieser Ansprache des Gouverneurs waren neben dem Gouverneur einige weitere Imperiale, die lokale Anführerin des Planeten, wie aber auch hunderte Zivilisten jedes Alters und verschiedener Spezies anwesend. An dem Tag starb der Gouverneur,
das Ziel Sons, aber auch die lokale Anführerin des Planeten und hunderte unbeteiligte Zivilisten. Ein Blutbad, das Jin erschütterte. Saw aber als notwendiges Mittel ansah, um dem Imperium ein Zeichen der Stärke zu schicken. In dieser Zeit, in der Jin bei Saw war, passierten aber auch noch ein paar weitere Sachen. Saw war überrascht, dass Galen Erso, ein Wissenschaftler, der an Kyberkristallen arbeitete, um scheinbar saubere, sichere Energiegewinnung möglich zu machen, so wichtig für das Imperium gewesen ist, dass er jahrelang gesucht und dann im Endeffekt entführt wurde. Warum brauchte das Imperium gerade Galen Erso? Doch nicht etwa, um wirklich einen Energiereaktor mit sauberer Energie auf Outer Rim Planeten zu bringen. Da musste mehr hinterstecken. Also versuchte Saw, weitere Nachforschungen anzustellen. Gleichzeitig hatte Jin einen Kyberkristall ihrer Mutter an einer Kette dabei, die sie laut Saw versteckt halten sollte. Saw hatte ihr sogar einen Schal geschenkt, den sie jederzeit tragen sollte, um die Kette nicht sichtbar tragen zu müssen. Doch jahrelang mit teilweise hunderten anderen in einem Komplex zu leben und zu trainieren, bedeutete auch die Möglichkeit, dass Leute Jins Kette sehen und potenziell erkennen könnten. Und sollte sich Jin irgendwann mal verplappern, auch wenn es nur das kleinste Detail war, könnte irgendwer aus Saws Crew hinter Jins Vergangenheit kommen. Und dann natürlich wissen, dass sie die Tochter eines Top-Wissenschaftlers des Imperiums ist. Und das könnte auf verschiedene Arten für Saw nach hinten losgehen. Entweder könnte Saw von seinen eigenen Leuten als imperialer Kollaborateur aufgefasst werden. Oder jemand aus seiner Crew könnte die Credits förmlich riechen und Jin und damit auch Saw und seine Partisanen an das Imperium verraten. Das führte dazu, dass Saw in den kommenden Monaten und Jahren immer paranoider und paranoider wurde. Hier und da sogar seine eigenen Partisanen verharrte und folterte, sie komplett auseinandernahm, wenn er auch nur geringste Anzeichen dafür hatte, dass sie vielleicht irgendwas über Jin herausgefunden hatten. Und selbst wenn er keine Anzeichen hatte und nur das Gefühl, das leiseste Gefühl hatte, konnten schon einige seiner Partisanen dran glauben müssen. So kamen einige von Saws Leuten ums Leben, selbst wenn sie beteuerten, nichts zu wissen. 5 Jahre vor der Schlacht von Yavin, als Jin 16 war, gingen Saw, Jin und 2 weitere von Saws Leuten auf eine Mission nach Tamsi Prime. Da gab es eine imperiale Waffenfabrik, die seit den Klonkriegen Waffen produzierte, die ein gutes Ziel für einen Angriff der Partisanen schien. Um das vorbereiten zu können, schlichen sich die 4 unter der Deckung, Teil einer imperialen Propagandafilmcrew zu sein, in die Fabrik. Jin hatte ihnen die richtigen Dokumente gefälscht und so könnten sie alles, was sie sahen, auch direkt auf Holo aufzeichnen und dann später analysieren. Ein ziemlich guter Plan. Das Problem war dabei, dass Saw nicht einfach irgendeine Propagandafilmcrew erfunden hatte. Die 4 schlossen sich einer richtigen Propaganda-Filmcrew an. Und jetzt hatte einer von Saws Leuten, Talent, wirklich bei Jin 1 und 1 zusammengezählt und hatte dem Propagandagesicht des Imperiums, der eben die richtige Filmcrew leitete, Leutnant Sanjax, Informationen zugespielt. Und so wurden Jin und Saw auf Tamsi Prime vom Imperium festgenommen. Saw schaffte es, sich und Jin aus der Gefangenschaft selber wieder rauszuholen, da hatte Leutnant Sanjax aber schon befohlen, die komplette Fabrik und dazugehörige Stadt auf Tamsi Prime mit Staffeln von Tai-Jägern auszuradieren. Das erscheint jetzt ein wenig drastisch für 2 Rebellen, eine ganze Stadt quasi auszulöschen, vor allem da hier eine riesige Fabrik war, die für das Imperium Waffen produziert hatte. Aber es schien so, als wäre die Produktion der Waffen dort ebenfalls geheim gewesen und als hätten die Fabrik, sowie die Zeugen darin, sowieso getötet werden sollen. Also könnte Leutnant Sanjax hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und dazu war Saw zu diesem Zeitpunkt auch schon einer der meistgesuchtesten Männer des Imperiums. Die Tatsache, dass er für Jahre effektiv gegen das Imperium gekämpft hatte, ohne gefangen genommen zu werden oder zu sterben, hatte den Preis von Saw Gerreras Kopf sehr hoch getrieben. Dieser Bombardierung und Zerstörung der Fabrik entkamen Saw und Jin nur ganz knapp. Und um weiter zu überleben, befahl Saw Jin, sich in einem bereits ausgebombten Turm zu verstecken. Das tat Jin im vollen Bewusstsein, dass ihre Vaterfigur seit fast einem Jahrzehnt seine eigenen Dinge jetzt erstmal regeln müsste und dann am nächsten Morgen kommen und sie abholen würde. Doch Saw kam nicht. Er ließ sie mit einem Blaster und einem Messer alleine in einer vollkommen zerbombten Stadt zurück, in der die Chance bestand, dass potenziell jeder demnächst vom Imperium getötet werden würde. Aber immerhin hatte schon einer von seinen Partisanen das Geheimnis Jins aufgedeckt. Da war die Möglichkeit groß, dass es noch jemand anderes schaffen würde oder diese Informationen schon von Talent erhalten hatte.
Also war es für Saw einfach zu gefährlich, sowohl für sich wie aber auch für Jin, sie bei ihm zu behalten. Saw wusste, dass er Jin in den letzten 9 Jahren alle Fähigkeiten beigebracht hatte, die sie selbst zum Überleben brauchte, und hoffte einfach darauf, dass Jin das Ganze überleben würde, und zog davon. 2 Jahre später, 3 Jahre vor der Schlacht von Yavin, hatte Saw für seine Partisanen dann ein neues Ziel, Karsh Panaka, der Moff des Chommel-Sektors. Einerseits war ein Moff an sich schon ein sehr hochkarätiges Ziel, aber Panaka hatte noch weitere Anreize für Saw. Denn Panaka war der persönliche Sicherheitschef verschiedener Königinnen Naboos gewesen, vor seiner Zeit als Moff. Auch der Königin Amidala, die mit der Krise um Naboo den damaligen Kanzler der Republik Valorum vom Kanzleramt gehoben hatte, was Platz für Kanzler Palpatine gemacht hatte. Der wiederum ja bekanntlich von Naboo stammte und nicht mehr Kanzler der Republik, sondern jetzt Imperator des Imperiums war. Nach dem Fall der Republik war Panaka Palpatine treu geblieben und wurde dafür mit dem Titel des Moffs belohnt. Könnte Saw jetzt Panaka ausschalten, könnte er zeigen, dass nicht mal diejenigen, die von Palpatines Heimatplanet stammten, die mehr oder minder geholfen hatten, dass Palpatine an die Macht kam und die eine langjährige gute Beziehung und enge Beziehung zu Palpatine hatten, sicher vor ihm und seinen Partisanen waren. Damit war Panaka ein sehr, sehr gutes Ziel für Saw. Also setzte er seine Partisanen auf Panaka an und einige Zeit später zündete eine Bombe, die Panaka in seinem Büro tötete. Einerseits augenscheinlich ein großer Sieg für Saw, andererseits aber auch ein großer Rückschlag. Denn Saw hatte hier nochmal großes, großes Glück gehabt, da nur Minuten bevor die Bombe losging, die Königin von Naboo Dalne und die Prinzessin Alderaans Leia Organa bei Panaka zu Besuch gewesen waren. Es gab zwar nie einen wirklichen Beweis, dass Saw wirklich dahinter steckte, aber Leia Organa war ja nicht nur die Prinzessin Alderaans, sie war auch die Tochter von Bail und Breha Organa, die sehr, sehr weit oben heimlich in der Rebellenallianz waren. Und das schädigte Saws Verbindung zu den Rebellen immens. Nicht nur war das mit Leia viel zu knapp gewesen, Panaka war einer der moderateren Imperialen in den hohen Rängen des Imperiums, der auch noch persönlich Kontakt zu Palpatine pflegte und von dem die Rebellen gehofft hatten, ihn in irgendeiner Art und Weise für ihre Sache nutzen zu können. Sei es jetzt durch mögliche Spionageaktionen, mit ihm offen zu reden oder ihn vielleicht sogar umdrehen zu können. Das war jetzt nach dem großen Knall einfach keine Option mehr. Auch wenn Saw der Allianz nie förmlich beigetreten war und das nie gewollt hatte, hatte die Verbindung zwischen den Partisanen und der Allianz ihm durchaus einige Vorteile gebracht, die langsam, aber sicher immer weiter schwanden. Und nach diesem Vorfall schienen die Bande zwischen Allianz und Saws Partisanen fast vollkommen zu schwinden. Ein Jahr später waren die Verbindungen aber immer noch stark genug, dass Saw eine Mission nach Geonosis für die Rebellen unternahm. Denn die Spezies der Geonosianer war überraschenderweise einfach verschwunden. Und da Spezies normalerweise nicht einfach so verschwinden sollten, wollten die Rebellen das untersucht haben. Auf dem Planeten wurde Saw und seine Crew von Kampfdroiden überrascht, was Saw als einziger überleben konnte und dafür sorgte, dass eine weitere Rebellenzelle, die Spectres, für die Rettung Saws nach Geonosis geschickt wurde. Zusammen fanden diese heraus, dass die Geonosianer vom Imperium fast vollkommen ausgelöscht worden waren. Nur ein einziger Geonosianer hatte das überlebt und von dem wollte Saw herausfinden, warum die Geonosianer überhaupt vom Imperium ausgelöscht worden waren und was das Imperium hier auf oder über Geonosis gebaut hatte, was vielleicht diese Auslöschung erst ausgelöst hatte. Dank einem Angriff der Imperialen mussten Saw und die anderen Rebellen aber fliehen, bevor Saw mehr herausfinden konnte. Ein Jahr später gab Saw dann wiederum Informationen an die Allianz über eine große Kommunikationsstation weiter. Als Saw allerdings merkte, dass die Allianz diese Station nutzen wollte, um sie abzuhören und sie gar nicht zerstören wollte, wie Saw das vorgesehen hatte, musste er selber dann nochmal eingreifen. Hier traf er einige Mitglieder der Spectres wieder, die er auf sein Schiff ließ, bevor er die Kommstation und einen Arkitenskreuzer dabei in die Luft jagte. Die beiden Spectres, Sabine Wren und Ezra Bridger, die er aufgegriffen hatte, wollte Saw zurück zu deren Schiff, der Ghost, bringen, als ein Sternzüchterer auftauchte und Saw zwang sofort in den Hyperraum zu fliehen. Mit den beiden Rebellen flog Saw dann zur Phaos-Station, um einen imperialen Frachter zu infiltrieren. Ein Frachter, der laut einigen Gerüchten mit dem zu tun hatte, was das Imperium baute und auch für die Vernichtung der Geonosianer verantwortlich war. Auf dem Frachter fanden sie einige gefangene Wissenschaftler, die das Imperium anheuern wollte, sich aber geweigert hatten, freiwillig für das Imperium zu arbeiten und jetzt scheinbar zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. Von diesen Gefangenen erfuhr Saw auch, dass spezielle Fracht vermutlich vom Planeten Jeddah kam, da einige der Imperialen über Jeddah gesprochen hatten.
Bei weiterem Untersuchen des Frachters fanden die Rebellen dann auch einen riesigen Kyberkristall und die Information, dass der Frachter auf dem Weg zum Tonnesektor sein soll. In der Hoffnung, dort herauszufinden, was das Imperium baute, schaffte Saw den Frachter in den Tonnesektor zu bekommen, nur um festzustellen, dass dort ein einziger Sternzerstörer auf sie wartete. Nichts weiter. Frustriert, dass er immer noch nicht weiterkam, beschädigte Saw den Hyperraumantrieb des Schiffes mit Ezra Bridgers Lichtschwert, schoss auf die Halterung des Kristalls, floh und ließ die beiden Rebellen mit den Gefangenen entkommen. Der Frachter kam dem Sternzerstörer näher und dank des instabilen Kristalls und Hyperraumantriebs explodierte er direkt unterhalb des Hangars des Sternzerstörers, was auch diesen auseinanderriss. Die nächsten Ereignisse um Saw sind etwas verschwommen. Er griff mit seinen Partisanen noch eine Fabrik auf Duma 4 an, wie das ausging, ist allerdings unklar. Und er verlor eins seiner Beine, was ihm ein kybernetisches Bein verpasste, was aber scheinbar nicht super funktionierte. Und Saws immer brutaler werdende Aktionen hatten jetzt auch dafür gesorgt, dass die Allianz jegliche Verbindung zu Saw aufgab und nichts mehr mit ihm und seinen Partisanen zu tun haben wollte. Mit den vorher erlangten Informationen der Wissenschaftler des Schiffes, dass der Kristall von Jeddah kommen sollte, verlegte Saw die Aktivitäten all seiner Partisanen ebenfalls direkt nach Jeddah, um da die Bemühungen des Imperiums zu stören und vielleicht endlich herausfinden zu können, was das Imperium insgeheim baute. Jeddah war ein sehr interessanter Ort, sowohl für die Imperialen wie auch die Partisanen und einer Menge mehr Leute in der Galaxis. Denn Jeddah war ein heiliger Ort für viele verschiedene Religionen in der Galaxis. Vor allem für solche Religionen, die sich um die Macht drehten. Da sollte es nicht überraschen, dass es auf Jeddah eben auch viele Tempel gab, die Kyberkristalle lagerten. Kyberkristalle, die das Imperium wiederum haben wollte. Deswegen raubte das Imperium hier diese Kyberkristalle-Vorräte langsam, aber sicher leer. Was zu Aufruhr unter den Gläubigen, den Pilgern und den Beschützern dieser heiligen Städte führte. Und das wollte Saw sich zunutze machen. Weiterhin ein Ärgernis für das Imperium bleiben, während er eben versuchte, das Rätsel des Imperiums zu lösen. Kurz außerhalb der heiligen Stadt Jeddahs gruben sich Partisanen in Katakomben ein, mit einigen ihnen zur Verfügung stehenden U-Wings und 6 X-Wings, die sie zum Transport und zur Luftunterstützung nutzen konnten. Während dieser Zeit rekrutierte Saw auch die beiden Wächter der Macht, Chirrut Imwe und Base Malbus, die im Gegenzug Hilfe von Saw erwarteten, um einen Schmugglerring zu unterstützen, der Waisenkinder von Jeddah in Sicherheit bringen sollte. In den kommenden Monaten richtete Saw mit seinen Partisanen so viel Schaden an, dass der dort stationierte Sternzerstörer aus dem Orbit direkt über die Stadt ziehen musste, um sie besser zu überwachen und immer mehr und mehr imperiale Einheiten in die Stadt gepackt wurden. Unter der Leitung des Partisanen Bisa Fortuna, mit Hilfe von Imwe und Malbus, konnte ein Sentinel-Klasse-Shuttle des Imperiums gestohlen werden. Genau das Richtige eigentlich, um die Waisenkinder wegschaffen zu können. Doch Saw hatte mal wieder eigennützigere, pragmatischere Pläne. Er wollte mithilfe des Shuttles den Sternzerstörer über der Stadt in die Luft jagen, was aber auch, vermutlich, zur Zerstörung eines Großteils der Stadt und zu unzähligen Toten geführt hätte. Im Endeffekt konnten Imwe und Malbus die Partisanen davon überzeugen, ihnen das Shuttle für die Kinder zu überlassen, aber dieser Vorfall sorgte dafür, dass die beiden die Partisanen verließen. Und dann geschah etwas, womit Saw definitiv nicht gerechnet hätte. Ein imperialer Frachterpilot geriet ihm in die Hände, der behauptete, eine Nachricht von Galen Erso für ihn zu haben. Misstrauisch und paranoid wie Saw zu diesem Zeitpunkt war, glaubte er natürlich kein Wort und ließ den Piloten erstmal gut verhören und scheinbar auch foltern. Und kurz darauf geschah noch etwas deutlich Unwahrscheinlicheres. Jyn Erso tauchte auf Jeddah auf und suchte nach Saw, erregte einiges an Aufmerksamkeit in der Stadt und wurde von Saws Partisanen zusammen mit einigen Gefährten und ironischerweise Imwe und Malbus festgenommen und zu den Katakomben gebracht. Hier sahen sich Jyn und Saw nach 5 Jahren wieder und Saw erfuhr, dass Jyn nur für die Nachricht ihres Vaters gekommen war. Eine Nachricht, die Saw ihr vorspielte und Saw endlich preisgab, was das geheime Bauwerk des Imperiums war. Der Todesstern. Eine riesige mobile Raumstation, die in der Lage dazu war, ganze Planeten mit einem einzigen Schuss zu vernichten. Und genau in diesem Moment tauchte der Todesstern auch über Scarif auf und zerstörte die heilige Stadt mit einem einzigen Schuss. Saw erlaubte Jyn und ihrer Crew zu fliehen, weigerte sich aber selber, vor der tödlichen Schockwelle davonzulaufen. Während er dabei zusah, wie Jyn floh und der Tod recht schnell auf ihn zuraste, dachte er an seine Schwester und das letzte, was er sagte, war Steela. Nach 20 Jahren, die fast nur aus Kampf oder Kampftraining und einer Menge Paranoia bestand, war Saws Leben
final zu Ende. Ein Großteil seiner Partisanen war an dem Tag ebenfalls gestorben. Die wenigen Überlebenden gründeten danach aber noch die sogenannten Träumer. Eine Organisation, die Saws Werke weitertreiben sollte, aber die sind Stoff für ein andermal. Ah ja, Wookiees. Flauschige Giganten oder doch eher blutrünstige Monster, die einem die Arme abreißen können? Sind die nur zottelige, liebevolle, primitive Wesen oder doch eher solche, die Raumschiffe vermutlich besser reparieren konnten als viele andere? Und wir wollen ja keine Bolstingnare auf uns aufmerksam machen, also lasst uns lieber weitergehen und mit der Biologie der Wookiees anfangen. Wookiees waren recht große, von Kopf bis Fuß mit Fell bedeckte, humanoide Wesen. Ausgewachsene Wookiees konnten locker über 2 Meter groß werden, einige von denen erreichten sogar die 3 Meter Marke. Da sie auf dem bewaldeten Planeten Kashyyyk mit oft kilometerhohen Rorschachbäumen entstanden sind, war ihr Körper auch genau auf diese Umgebung angepasst. Ihr Fell war regen- und generell wasserabweisend und sie besaßen große Pranken mit sehr scharfen Krallen, die sie selber aus- und einfahren konnten. Etwas, was ihnen natürlich beim Klettern in diesen riesigen Bäumen extrem half. Ihr Mund war dazu mit sehr scharfen Zähnen ausgestattet, die sowohl zum Essen von Fleisch, aber auch zum Zerkleinern von Gemüse und Obst genutzt wurden. Aber natürlich konnten die auch zum Kampf eingesetzt werden, genauso wie auch ihre Klauen. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Ihr Fell konnte jegliche Brauntöne annehmen. In einigen Fällen war aber auch weiß, schwarz oder eine Mischung aus allem möglich. Frisch geborene Wookiees wurden von den 6 Brüsten ihrer Mütter gesäugt und waren mit einem Jahr schon relativ eigenständig. Konnten gut sprechen, selbst laufen, vermutlich auch schon einiges klettern und waren im Vergleich zu Menschen in dem Alter recht weit fortgeschritten. Voll ausgewachsen waren Wookiees mit 18 Jahren und konnten dann bis zu 400 Jahre alt werden. Ihre Hochzeit hatten Wookiees ungefähr so mit 200 Jahren, mittleres Alter so ab die 300 herum und wirklich alt ab ca. 350 Jahren. Im Laufe der Jahrtausende hatten diese Wookiees auf Kashyyyk eine planetenweite Zivilisation gegründet, mit dutzenden Städten, die zu einem Großteil weit oben in den Wipfeln der Rorschachbäume lagen. Teils als Baumhäuser um die Bäume herum, teils in die Bäume hineingebaut, teils auf den breiten zusammengewachsenen Ästen der Bäume stehend und relativ selten eigentlich nur in Küstenregionen auch auf dem Boden des Planeten. Denn sonst war es meist unter den kilometerhohen Bäumen viel zu gefährlich auf dem Boden zu leben, weil es da nur so von Raubtieren wimmelte. Es war stockduster, man konnte nichts sehen und ansonsten, wenn man da entlang ging, wurde man relativ schnell zerfleischt und oder gefressen. Aber wenn ihr das erste Video zu Kashyyyk generell gesehen habt, werdet ihr das natürlich schon wissen. Diese Städte wurden zu einem Großteil nur aus Holz der Rorschachbäume gebaut. Auch die Stützen dafür bestanden aus Holz. Und Ranken der Bäume dienten als Seile, um zum Beispiel Aufzüge zwischen verschiedenen Ebenen rauf und runter fahren lassen zu können. In diesen Siedlungen und Städten lebten Wookiee-Familien monogame Beziehungen in kleinen bis mittelgroßen Haushalten, sprich so ungefähr 2 bis 3 Generationen. Diese Familien gehörten einem Clan an, der wiederum von einem Häuptling geleitet wurde. Verschiedene Clans waren miteinander verbündet oder auch verfeindet, aber ganz oben an der Spitze saß ein König, der über alle Wookiees unter sich regierte. Jetzt konnte es natürlich vorkommen, dass es unter den Wookiees Meinungsverschiedenheiten gab. Die konnten aber meist relativ schnell geklärt werden. Denn in der Kultur der Wookiees war Loyalität, Ehre und Courage neben der Familie das absolut Wichtigste. Das lernten Wookiees schon von klein auf in einer Art Kindergarten und Schule und auch durch ein Initiationsritual im Alter von 12 Jahren. Männliche Wookiees mussten hier eine Mutprobe durchlaufen, um als Heranwachsende gelten zu können. Was genau die machen mussten, war bei verschiedenen Wookiees unterschiedlich geregelt. Manche mussten Seide von der Fleisch- und auch Wookiee-fressenden Sirenenpflanze sammeln.
Andere mussten sich auf die unteren und gefährlicheren Ebenen Kashyyyks begeben und dort eine Zeit lang überleben. Und dann mit einem Beweis ihres Muts wieder zu den anderen zurückkehren. Diese Kultur an Mut, Ehre und Loyalität spiegelte sich auch in Auseinandersetzungen zwischen Wookies wider. Denn trotz ihrer Stärke wollten Wookies nicht wirklich in Kämpfe verwickelt werden. Es sei denn, ihre Ehre stand auf dem Spiel oder ihre Lieben und Freunde waren in Gefahr. Hatten zwei Wookies also Streit miteinander, gingen sie raus auf die Straße. Also vermutlich auf die kilometerhohen breiten Äste und fingen dort ein Duell an, was allerdings nicht körperlich war, sondern rein aus Stampfen und drohlichen Gebärden bestand. Andere Wookies würden sich dann um die beiden herum sammeln und im Endeffekt bestimmen, wer bedrohlicher aussah. Und derjenige würde dann das Argument oder den Kampf gewinnen. In seltenen Fällen kam es da doch zu einem Kampf, der für gewöhnlich aber nicht bis zu bleibenden Schäden, geschweige denn bis zum Tod ging. Denn Wookies sahen es auch als sehr unehrenhaft an, ihre Klauen bei solchen, in Anführungszeichen, Kämpfen und auch in echten Kämpfen auszufahren. Die wenigen Wookies, die doch verrückt genug waren, ihre Klauen hier auszufahren, wurden von allen anderen Wookies auf Kashyyyk als Madclaw, als verrückte Klaue abgestempelt und einfach ins Exil geschickt. Da es als ein Akt der Entehrung der ganzen Wookie-Spezies galt, durften solche Wookies ihren Heimatplaneten nie wieder betreten und waren auch außerhalb Kashyyyks unter anderen Wookies sehr ungerne gesehen. Ob das gleiche übrigens auch für ihre Zähne galt, die sogar stark genug waren, um durch die dicke Panzerung der Trandoshana zu kommen, wissen wir nicht. Ich gehe aber mal stark davon aus. Und natürlich wird dieses System der Ehre auch zum Lebensschuldprinzip. Wenn einem Wookie das Leben von jemand anderem gerettet wird, schuldet dieser Wookie dem anderen sein Leben und ist verpflichtet, seinem Retter für den Rest dessen Leben zu dienen. Ein sehr radikales Konstrukt. Wenn man aber bedenkt, dass viele Wesen in der Galaxis deutlich kürzer lebten als Wookies, war es im Endeffekt meistens nur ein Bruchteil des Lebens eines einzelnen Wookies, wenn der jetzt eine Lebensschuld bei jemand anderem hatte, der vielleicht nur noch 40 Jahre zu leben hatte. Wenn so ein Retter jetzt nicht gerade ein Jedi, Hutte oder ein anderer Wookie war. Generell waren Wookies aber auch Bande zu anderen Wesen sehr wichtig, weshalb sie oft nicht nur enge Beziehungen zu ihrer Familie pflegten, sondern auch andere Wookies und andere Wesen, die ihnen einfach wichtig waren, in ihre Familie mit einschlossen. Das war auch einer der Gründe, warum Wookie-Väter oder Mütter Kashyyyk oft für Jahrzehnte nicht verließen, solange eben ihre Kinder klein waren, weil sie ihre Kinder aufwachsen sehen und ihnen das Leben beibringen wollten. Apropos Mütter und Väter, wenn eine Wookie-Dame einen Wookie-Mann besonders toll fand, war es Tradition, dass sie eine Roshir-Laus aus einer höheren Ebene auf den Mann fallen lassen würde. Eine Art so ein Willst-du-mit-mir-gehen-Zettel. Und wenn ein Wookie-Mann eine Wookie-Frau heiraten wollte, sollte dieser in die unteren Ebenen gehen und dort ein Tier, meistens eine Quilla-Ratte, zu der wir leider kein Bild haben, mit den eigenen Pranken ohne Hilfsmittel fangen und der Frau präsentieren. Nahm sie an, biss sie in den fleischigen Bauch dieser Ratte und die Hochzeit konnte vorbereitet werden. Und erst einmal verheiratet, waren Wookies monogam und sehr treu. Diese Werte spiegelten sich dann auch in den Feierlichkeiten der Wookies wider, wie dem Lebenstag, der einmal im Jahr gefeiert wurde. Hier kamen Wookies zusammen, um Familie, Harmonie und Freude zu feiern, sowie aber auch den Toten zu gedenken und die neuen, jungen Wookies zu ehren, die die Traditionen der Älteren weitertragen würden. Viele Wookies, die auch in der Galaxis unterwegs waren, kehrten für diesen Lebenstag jedes Jahr wieder nach Kashyyyk zurück. Und über die Jahre und über die verschiedenen Familien hinweg unterschied sich das auch so ein bisschen, ob das jetzt nur ein einzelner Tag war, der gefeiert wurde, oder ob es vielleicht doch mehrere Tage bis zu einer Woche waren, die diesen Lebenstag umschlossen. Wookies auf Kashyyyk würden dann während der Feierlichkeiten zum heiligen Baum des Lebens reisen und dort all diese Dinge feiern.
mit großen leuchtenden Kugeln, den sogenannten Lebenstag-Orbs. Meist blau leuchtend, mit hunderten oder auch tausenden leuchtenden Sternen darin, die das Leben nach dem Tod symbolisierten. Denn Wookies glaubten, dass sie nach ihrem Tod in die Sterne reisen würden. So waren diese Kugeln ein Hauptweg, um tote Verwandte und Freunde beim Lebenstag dabei zu haben und die auch zu ehren. Wichtig für den Lebenstag auf Kashyyyk waren aber auch die alten Wurzeln der Orga-Pflanze. Wookies glaubten, diese zu essen, würde sie auf eine spirituelle Reise zum Lebensbaum führen. Interessant hier ist, dass die Wookies diese Wurzeln nur auf eine einzige bestimmte Art und Weise bekamen. Denn die Orga-Pflanze war, um ehrlich zu sein, sehr gefährlich und aggressiv gegenüber allen Wesen, die sie verletzen oder ernten wollten. Ihre Ranken besaßen spitze Kanten, fast wie Zähne. Ihre Blütenblätter waren stark wie Tentakel und sie hatten Samenkapseln gefüllt mit sehr starker Säure, die selbst Wookies verletzen oder sogar töten konnte. Was machten die Wookies also, um da ranzukommen? Als ein sehr naturverbundenes Volk glaubten die Wookies daran, dass viele Pflanzen lebendig waren und dass man mit denen einfach kommunizieren müsste, um etwas von den Pflanzen im Gegenzug zu bekommen. Und genau das taten die Wookies. Uns wird jetzt nicht genau erklärt, wie. Ob sie jetzt dafür einen siebten Sinn hatten, so eine latente Machtsensitivität, mit der sie in irgendeiner Art und Weise Kontakt wirklich zu dieser Pflanze aufnehmen konnten, oder ob sie mit ihrer eigenen Sprache zu den Pflanzen redeten, oder ob es mehr so eine Art Vertrauenssache war. Aber sie schafften es, mit Pflanzen wie eben dieser Orga-Pflanze irgendwie zu kommunizieren, wodurch die Wookie alte, vermutlich nicht mehr benötigte Wurzeln der Orga-Pflanze ernten durften, ohne dass sie wirklich von dieser Pflanze angegriffen wurden. Und übrigens, Pflanze, was aßen die Wookies eigentlich alles so? Lasst uns mal das Futter von denen ein bisschen genauer anschauen. Generell waren Wookies Allesfresser, ähnlich wie wir Menschen. Das Problem war nur, dass es auf Kashyyyk relativ wenig Anbaugebiete für große Agrarwirtschaft gab. Sehr vieles lag einfach im Schatten und das, was nicht im Schatten lag, war meistens einfach Wasser. Und da war es relativ schwierig, in großem Maße wirklich Essen anzubauen. Weshalb die Wookies sehr stark auf Fleisch bei ihrer Verpflegung setzten. Aber nicht nur Fleisch. Auf Kashyyyk selbst gab es viele Beeren, die sie aßen, und sie schafften es sogar an manchen Orten, nicht an vielen, aber an manchen, die Chintuk, eine Art Zwiebel, anzubauen. Dazu hatten die Wookies natürlich noch die Möglichkeit, Essen zu importieren. Vielleicht sogar auch von ihrer zeitweisen Kolonie auf dem Mond des Gasriesen Alaris in ihrem eigenen System. Generell mochten die Wookies es aber stark gewürzt und teilweise auch sehr scharf. So scharf, um genau zu sein, dass Menschen einfach mal nicht das Wookie-Essen essen konnten, da die Würzung der Wookie-Speisen regelrecht den Verdauungstrakt von Menschen angreifen und bleibende Schäden anrichten konnten. Stellt euch das mal vor, ihr habt einen Wookie-Freund, esst zusammen mit dem und nach 15 Minuten nach dem Essen müsst ihr ins Krankenhaus, weil einfach mal das Essen von dem euch angreift. Genauso waren aber auch die Lieblingsgetränke der Wookies einfach mal zu stark für den normalen Konsum durch Menschen, wie der Cortic Brandy oder der Akaragum? Ihr merkt, Worte wie Akaragum auszusprechen fällt mir gar nicht so leicht. Was daran liegt, dass das ein Wort aus der Sprache der Wookies aus Shiriwook ist. Wobei hier von einer Sprache zu sprechen vielleicht falsch ist, da das mehr so ein Oberbegriff für mehrere Wookie-Dialekte ist. Aber lass uns das doch mal näher anschauen. Da die Rachen und Stimmbänder von Wookies so radikal anders waren als die von Menschen, war es Wookies so gut wie unmöglich, die Standardsprache der Galaxis, Standard Basic, zu lernen. Das, was normalerweise in Star Wars im Original Englisch gesprochen wird, ist halt theoretisch das Basic und je nachdem, wenn es dann Dialekte, Akzente gibt, ist es eine Abweichung des Basics und dann gibt es halt verschiedene andere Sprachen noch, wie dieses Shiriwook.
Um genau zu sein, schaffte das in Legends nicht ein einziger Wookiee Basic zu erlernen, weil es einfach von den Stimmbändern her nicht möglich war. Im Kanon kennen wir aber einige Wookiee Jedi, die das wohl irgendwie mit Hilfe der Macht hinbekommen haben, auch Basic zu sprechen. Andersherum war es zwar möglich für Menschen und andere Spezies, Shirook zu erlernen, für die meisten war es aber sehr schwierig und schmerzhaft, diese Worte auszusprechen. Jetzt könnte man ja meinen, dass so riesige, zartelige, in hölzernen Baumhäusern lebende Wesen sehr primitiv waren. Aber damit könnte man nicht weiter entfernt von der Wahrheit sein. Denn Wookiees waren technologisch sehr fortschrittlich und auch intuitiv begabt. Schon von klein auf lernten Wookiees mit ihren Händen feinmotorische Fähigkeiten wie das Schnitzen von Holz und konnten das später auf verschiedene technische und mechanische Fähigkeiten anwenden. Weshalb viele Wookiees auch intuitiv gute Raumschiffmechaniker waren. Wookiees mochten aber einfach eine organischere Ästhetik und verschmolzen oft traditionelle Wookiee-Kultur und Designelemente mit technischen Neuerungen. So gab es zum Beispiel sehr gute Hyperraumkartografen und Navigatoren unter den Wookiees, aber auch Schiffs- und Waffenbauer. Das sieht man unter anderem auch an Apazana Engineering Works, eine Wookiee-Firma auf Kashyyyk, die Luftspeeder wie den Radar Gnasp Fluttercraft herstellten. Ein 7 Meter langer Speeder, der nach den Riesenwespen Kashyyyks benannt wurde. Mit einer Laserkanone bewaffnet, konnte dieser Speeder für Rettungsmissionen zur Abwehr von Monstern oder auch Trandoshanern eingesetzt werden. Und auch in den Klonkriegen nutzten die Wookiees das gegen Kampfdroiden. Größer war dann noch der 15 Meter lange Oewa'or Jet Katamaran, der mit 2 Laserkanonen aufwarten konnte. Und das Aucitug Waffenschiff war jetzt zwar nicht aus Roshi-Holz, zumindest von außen nicht, in die Möblierung war natürlich schon aus Roshi-Holz, dafür aber für den Flug im Weltall konzipiert und vor allem als Abwehr gegen trandoshanische Sklavenhändler gedacht. Aber natürlich produzierten die Wookiees auch Waffen für den Gebrauch einzelner Wookiees am Boden, um sich gegen Gefahren wie die Katane oder eben auch Trandoshaner wehren zu können. Darunter verschiedene Vibrowaffen wie die Wookiee Herzlanze oder auch Speere und Schwerter waren mit dabei. Die Rig-Klingen waren fast schon spirituelle Waffen für die Wookiees, die kein Außenseiter ohne Erlaubnis benutzen durfte. Das wäre eine große Entehrung für die Wookiees gewesen und nur die, die wirklich im inneren Kreis der Wookiees mit drin waren, durften diese Waffen einsetzen. Und die Knöchel des Katans waren größere Nahkampfwaffen, die aus Klauen der Katanbiester Kashyyyks gefertigt wurden. Schusswaffen hatten die Wookiees aber auch. Gewehre wie die super spannend benannte Kashyyyk-Langwaffe oder auch der Wookiee-Projektilwerfer. Die Kashyyyk-Stalker-Pistole war energiebetrieben und den traditionellen Bowcastern nachempfunden, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. Und dann gab es noch die URG-8-Pistole und den X1-Karabiner. Aber die bekannteste Wookiee-Waffe ist ja vermutlich einfach der Bowcaster. Die frühesten Varianten dieser Waffe verschossen harte Metallmunition, die beim Verschießen mit Plasmaenergie umschlungen wurde. Neuere Bowcaster waren allerdings meist so modifiziert, dass sie einfach starke Blasterbolzen verschossen. Die waren also nicht wirklich was anderes als ein normales Blastergewehr, sahen halt einfach nur nach diesen traditionellen Wookiee-Waffen aus. Und manche von denen konnten auch mehrere Schüsse gleichzeitig in so einem kleinen Bogen verschießen, was die fast schon zu so einer Art Schrotflinte machte und natürlich gegen größere Gruppe an Feinden durchaus effektiv waren. Okay, damit sollten wir die Wookiees so als Spezies mit deren Biologie und Kultur und Technologien relativ gut von vorne bis hinten abgegrast haben. Ähnlich wie so ein Kashyyyk-Banter wahrscheinlich die weiten Kashyyyks abgrasen konnte. Womit wir zur Geschichte der Wookiees kommen können. Die hat in Kanon und Legends definitiv die ein oder andere Gemeinsamkeit, aber auch verschiedene Unterschiede. Die Kanon-Geschichte ist bisher recht kurz, deswegen lasst uns mit der anfangen. Da fängt die Geschichte nämlich quasi bei den Klonkriegen an. Eher gesagt beim Ende der Klonkriege, nämlich bei dem, was wir quasi in Episode 3 sehen. Jedi-Meister Yoda reist nach Kashyyyk, um den Planeten mit den Wookiees gegen eine Separatisten-Invasion zu beschützen.
da die Separatisten von Vader auf Mustafar besiegt werden und dann die Droiden abgeschaltet werden und fast zeitgleich die Jedi als Verräter der Republik gebrandmarkt werden und aus der Republik das Imperium wird, überstehen die Wookiees zwar den Angriff der Droiden, sind dann aber direkt quasi sofort vom Imperium besetzt. Was Kashyyyk da nicht mehr verließ. Das Imperium umarmte Kashyyyk und die Wookiees mit seinem stählernen Griff und hatte mit den Wookiees einiges vor. Denn das Imperium brauchte ziemlich viele Muskeln, um seine neue Kriegsmaschinerie zu bauen. Das Imperium wollte die Galaxis gefügig machen und das mit militärischer Kraft. Und dafür wurden neue Waffen, neue Technologien und neue Schiffe benötigt. Und dafür wiederum brauchte man Muskelkraft. Und da waren die Wookiees perfekte Kandidaten für. In der Anfangszeit des Imperiums wurde aber noch versucht, so den Schein einer lieben und guten Regierung zu wahren und der Senat hatte da auch noch einiges an Macht. Was die Versklavung von intelligenten Lebewesen schwierig machte, die ja zu Zeiten der Republik definitiv komplett innerhalb der Republik verboten war. Das Imperium schaffte es allerdings, Anti-Sklavereigesetze so weit zu verwässern, dass die Wookiees einfach als eine nicht intelligente Spezies klassifiziert wurden. Wookiees wurden hier jetzt mehr in Richtung Nutztiere einsortiert, als in Richtung wirklich intelligente Wesen. Und Nutztiere konnten in der Republik und im Imperium natürlich genutzt werden, wie die Besitzer das wollten, und damit hatte man die perfekte Möglichkeit, die Wookiees zu versklaven. So wurden Millionen an Wookiee-Sklaven von Kashyyyk zu verschiedenen anderen Orten gebracht. Wie zu den Space-Minen auf Kessel unter anderem. Kashyyyk wurde unter die Herrschaft von Groß Moff Lothan Tolrook gestellt, der teilweise sogar als Sportveranstaltung Wookiees jagte. Hier im Kanon hatten die Wookiees eine lange Rivalität auch schon mit den Trandoshanern, die auch im gleichen Sternsystem lebten und Wookiees seit Jahrtausenden auch gerne zum Sport jagten. Und diese Jagden wurden hier unter dem Imperium auch erlaubt und gefördert. Trandoshaner durften ohne Probleme nach Kashyyyk kommen, Wookiees jagen und die am besten zu einem Großteil am Leben lassen und als Sklaven zum Imperium zurückbringen und dafür bezahlt werden. Das, was die Trandoshaner also sowieso seit Jahrhunderten und Jahrtausenden liebend gerne machten, wurde jetzt gefördert und bezahlt. Um Wookiee-Aufstände zu verhindern, pflanzte das Imperium so vielen Wookiees wie möglich Inhibitor-Chips ein, die große Schmerzen verursachen würden, wenn die aktiviert wurden. Und natürlich wurden auch viele Einschüchterungstaktiken genutzt, wie zum Beispiel die jüngsten Wookiees zu bedrohen, um die Werte der Loyalität und Familiennähe der Wookiees einfach auszunutzen. Trotzdem gab es genug Wookiees, die sich gegen das Imperium stellten. Wookiees, die außerhalb Kashyyyks lebten, als es an das Imperium fiel, waren in der Galaxis zwar vielen Gefahren ausgesetzt, taten sich aber auch oft zusammen, um gegen das Imperium zu kämpfen. Vor allem, wenn andere in Gefahr waren. Als der Heimatplanet der Lassar zum Beispiel, Lassan, vom Imperium angegriffen wurde, kamen viele Wookiees, bewaffnet mit traditionellen Waffen, die aus Roshi-Holz gefertigt worden waren, um den Lassar bei der Flucht helfen zu können. Und wenn Wookiees die Möglichkeit bekamen, auch auf Kashyyyk gegen das Imperium anzutreten, taten sie genau das liebend gerne. 14 Jahre vor der Schlacht von Yavin bekam der Partisanenanführer Saw Gerrera mit, dass das Imperium einen größeren Fokus mit neuen Fabriken auf Kashyyyk legte. Also griff er ein, sammelte seine Kräfte und griff das Imperium auf Kashyyyk an. Mit der Unterstützung eines einsamen Jedi-Ritters Cal Kestis, aber auch vieler verschiedener Wookiees. Was genau da allerdings mit Kashyyyk und den Wookiees passierte, wissen wir nicht. Der Planet blieb weiterhin fest in imperialer Hand und ob jetzt die nächsten 14, 15, 16 Jahre die Wookiees in einem ständigen Kampf gegen das Imperium waren oder ob diese Aufstände blutig niedergerückt worden sind, wissen wir nicht wirklich. Dann aber kurz nach der Schlacht von Endor tauchten Rebellenagenten, angeführt von Han Solo und seinem Wookiee-Freund Chewbacca, auf Kashyyyk auf. Mit der Hilfe eines früheren imperialen Offiziers Sinjar Wrath wurden die Inhibitor-Chips der Wookiees deaktiviert und die Wookiees rebellierten quasi sofort offen und hart gegen das Imperium. Groß Moff Tolrook selbst überlebte das auch nicht lange, da er von seinem persönlichen Sklaven Cracktooth ermordet wurde. Und danach war es nur noch eine Frage weniger Tage, um zusammen mit der neuen Republik die restlichen imperialen Kräfte von Kashyyyk zu tilgen.
und einer Orbitalbombardierung durch das Imperium konnte eine Flotte der Neuen Republik, geleitet von Leia Organa und Admiral Akbar, verhindern. Und das war's im Prinzip mit Kashyyyk im Kanon. Das heißt, wir haben vom Ende der Klonkriege bis so zum Ende ungefähr des Galaktischen Bürgerkriegs ein bisschen was, aber danach, was so die Sequels angeht oder die Zeit vor Episode 2, haben wir im Kanon quasi nichts zu Kashyyyk und den Wookiees. In Legends gibt's dann ein bisschen mehr zu. Auch nicht super viel, aber deutlich mehr und auch sehr interessante Sachen. Und hier fängt es auch schon deutlich eher an. Denn da ist auch gar nicht so klar, ob die Wookiees jetzt wirklich ursprünglich überhaupt von Kashyyyk stammen oder nicht. Es gab wohl zwischenzeitlich mal Propaganda, dass ein Transporter der Handelsföderation mit Bantas auf Kashyyyk gecrashed war und sich dann aus den Bantas die Wookiees weiterentwickelt hatten. Das scheint aber wirklich nur Propaganda zu sein und nicht der Wahrheit zu entsprechen. Manche gingen dann davon aus, dass sich Wookiees so circa 2 Millionen Jahre vor Yavin auf Kashyyyk entwickelten. Andere, dass Wookiees vor sehr langer Zeit als Sklaven oder Flüchtlinge nach Kashyyyk kamen und sich dann dort an den Planeten anpassten. So oder so lebten Wookiees hier schon eine verdammt lange Zeit auf Kashyyyk und entwickelten sich da einfach perfekt, um an den Planeten angepasst zu sein. Als die Rakata mit ihrem unendlichen Imperium einige 10.000 Jahre vor Yavin kamen, wurde auch Kashyyyk Opfer der Rakata und damit auch die Wookiees. Und als dieses Imperium fiel, ließ es nur noch einige Technologien zurück, die die Wookiees vielleicht, vielleicht aber auch nicht nutzten. Nach dem großen Sith-Krieg, ca. 4000 Jahre vor Yavin, wurde Kashyyyk von der Cherka Corporation entdeckt, die Kashyyyk von der Republik überlassen bekam. Nach dem Krieg musste bei der Republik wieder viel aufgebaut werden und die Ressourcen Kashyyyks, die Cherka abbauen könnte und dann an die Republik weiterleiten oder verkaufen könnte, würden dabei sicherlich gut helfen. Dass dann Cherka angab, dass es einfach mal keine intelligenten Lebensformen auf Kashyyyk gab, half natürlich bei dieser Entscheidung, dass Cherka jetzt über Kashyyyk regieren durfte. Und Cherka tat ihr das, was Cherka immer tat. Es hörte kein bisschen auf die Wünsche der Wookiees, raubte den Planeten für Jahrzehnte aus und erlaubte sogar Sklavenhändlern, sich frei an Wookiees zu bedienen. Was auch zu der Zeit schon von der Republik definitiv verboten war. Weitere galaxisweite Kriege kamen und gingen, die an Kashyyyk, um ehrlich zu sein, schnell vorbeiflogen, da der Planet hier keine großen strategischen Werte für diese verschiedenen Kriege besaß. Aber 3956 vor Yavin hatten die Wookiees einfach genug von Cherka, bewaffneten sich und schlugen mit Hilfe von Revan, der jetzt hier kein Sith mehr war, Cherka vollkommen. Wodurch der Planet von dieser Plage befreit wurde. Einige Zeit später kamen Kundschafter vom nahegelegenen Planeten Trandosha vorbei, die von den Wookiees recht schnell eliminiert wurden, wodurch vermutlich die Fehde zwischen Wookiees und Trandoshanern startete. Nach der Cherka-Zeit bei Kashyyyk erlangten die Wookiees volle Kontrolle über den Planeten und wurden von korellianischen Händlern entdeckt, die sowohl Handelsgespräche mit den Trandoshanern wie aber auch den Wookiees eingingen. Wobei diese Gespräche zwischen Corellia und Kashyyyk recht schnell zu einer einseitigen Ausbeutung der Wookiees durch die Corellianer ausartete. Die Wookiees kamen also hier vom Regen in die Traufe. Es war jetzt nicht so schlimm wie die Versklavung durch Cherka, die Wookiees hatten auch immer noch die Kontrolle über Kashyyyk, aber wirklich gut war der Deal, den die da bekamen, nicht. Zum Glück weckte die Situation die Aufmerksamkeit des alderanischen diplomatischen Corps, der sich dann beim Senat für die Wookiees einsetzte. So wurden die Wookiees schließlich dann doch Mitglied im Senat selbst und hatten eine bessere Verhandlungsposition, lösten die Vereinbarung mit Corellia auf und verhandelten eine neue, fairere Abmachung. Genauso wie viele andere Handelsabkommen mit anderen Planeten und Regierungen, die ihnen zum Beispiel den Kauf von Hyperraumtechnologien der Duros, kulturelle Verbindungen nach Alderaan und neue Verarbeitungsanlagen der Verpinen einbrachten. Die hohen Wertvorstellungen der Wookiees und deren generelle Verbundenheit mit der Natur machten die Wookiees dann schnell zu einem sehr angesehenen und als mit der Macht im Einklang empfundenen Volk in der Republik. Es dauerte also nicht lange, bis die Wookiees und damit auch Kashyyyk relativ hohes Ansehen bekamen. Die nächsten Jahrtausende machten die Wookiees selbst einige Fortschritte und machten jetzt selbst auch neue Entdeckungen.
Sie entdeckten nämlich den Mond Alaris Prime des Gasriesen Alaris in ihrem System wieder, der für Jahrhunderte verloren gegangen war. Da es ein Mond reich an Ressourcen war, wollten die Wookiees von der Republik die Rechte erhalten, um den Mond selbst zu kolonisieren. Allerdings hatte auch eine andere Fraktion ein sehr großes Interesse an diesem ressourcenreichen neuen Ort. Niemand anderes als die Handelsföderation. Das war so circa 59 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und nach 2 Jahrzehnten an Verhandlungen mit der Republik bekamen überraschenderweise wirklich die Wookiees die Rechte an Alaris Prime und sandten auch prompt Chief Atichichuk aus, um den Mond zu besiedeln. Der nahm seinen Sohn Chewbacca und seinen Neffen Sharon mit einer Gruppe an Wookiees mit und wurde von Jedi-Meister Qui-Gon Jinn in seinem Vorhaben unterstützt. Die ersten Wochen hier verliefen ohne Probleme, abgesehen von einigen Gundaks, bis die Wookiees dann vereinzelt auf Kampfdroiden stießen. Stellte sich heraus, dass die Handelsföderation hier einfach gegen die Entscheidung der Republik handelte und Alaris sehr wohl unter seine Fittiche zu nehmen versuchte. Das war nur einige Jahre vor der Naboo-Krise. Im Endeffekt waren die Wookiees allerdings stark genug, um die Handelsföderation von Alaris Prime zu schmeißen. Bei diesem Vorfall war die Handelsföderation aber auch von einigen Trandoshanern unterstützt worden, die weiterhin gegen die Wookiees arbeiteten. Auch danach weiter noch, als die Handelsföderation weg war. Die Trandoshaner versuchten kurz vor dem Naboo-Zwischenfall, den Senator ihres Sektors, der natürlich ein Wookiee war, denn ihr Sektor bekam nur einen Senator und das war kein Trandoshaner, zu ermorden und sie vernichteten ein Wookiee-Schiff im Orbit von Trandosha, was dann zu einer Blockade Trandoshas durch die Wookiees 23 Jahre vor der Schlacht von Yavin führte, also ein Jahr bevor die Klonkriege ausbrachen. Friedensgespräche sollten unter Jedi-Meister Oppo Rancis stattfinden, scheiterten aber, als klar wurde, dass die Trandoshaner selber jemanden im Senat stellen wollten und sich dafür die Hilfe der Handelsföderation gesucht hatten. Die natürlich jetzt nach Naboo und mit diesen ganzen neuen Krisen, die die Galaxie spalteten, nicht das beste Standing in der Republik hatten. Als die Klonkriege dann ausbrachen, versuchte Kashyyyk unter König Grug Chawa Kashyyyk neutral zu halten. Beide Seiten führten Gespräche mit den Wookiees, sowohl die Republik wie auch die Separatisten wollten die Unterstützung von denen bekommen, aber diese Gespräche dauerten und dauerten und dauerten an. Die Wookiees wollten eigentlich weiter neutral bleiben. Den Separatisten dauerte das dann irgendwann zu lange, weshalb die einige Kampfdroiden-Einheiten vorsichtshalber schon mal nach Kashyyyk schickten. Die dann allerdings blöderweise aufflogen, als eine kleine Gruppe an Wookiees auf Jagd ging, es brach ein Kampf aus und der ein oder andere Wookiee wurde getötet. Blöd war nur, dass einer der getöteten Wookiees der Sohn Grug Chawas, Rick Kume, war. Die Handelsföderation hatte also gerade den Prinzen Kashyyyks ermordet. Wonach Kashyyyk natürlich die Seite der Republik wählte. Womit wir wieder zur Schlacht von Kashyyyk und der Order 66 kommen. Das Imperium übernahm die Kontrolle und die Klone führten Bombardierungen bei mehreren großen Wookiee-Städten durch, um mögliche Aufstände im Keim zu ersticken. Trandoshaner überredeten hier das Imperium, Wookiees als Sklaven für ihre Vorhaben zu nutzen und Trandoshaner dann eben auch als Wookiee-Jäger einzusetzen. Für die Trandoshaner war es ein Win-Win, die Wookiees mussten leiden, sie konnten ihrem Sport nachgehen, hatten Freude dabei und wurden dafür auch noch bezahlt. Der Planet wurde unter die Obhut von Captain Ozzyk Stern gestellt, der ebenfalls in seiner Freizeit gerne Wookiees jagte. Der starb allerdings kurz vor der Schlacht von Yavin, als ein geheimer Schüler Vaders sein eigenes Ding durchzog und seine eigene Mission auf Kashyyyk hatte, wo Ozzyk Stern ihm leider im Weg war. Kurz nach Endor wurde Kashyyyk dann von der Allianz Freier Planeten befreit, die auch noch eine Invasion der extragalaktischen Nagai abwehrte. Nur damit Kashyyyk kurze Zeit später wieder vom Imperium eingenommen werden konnte. Ein Jahr später schaffte es aber eine größere Armada, Großadmiral Pekati Syn zu besiegen, der sich jetzt einfach mal die Kontrolle über Kashyyyk geschnappt hatte, wodurch die Wookiees endlich frei waren. Kashyyyk wurde dann zu einem der Gründungsmitglieder der Neuen Republik und behielt dort für lange einen sehr, sehr wichtigen Platz bei. Als die Yuuzhan Vong die Galaxis überfielen, stand Kashyyyk, gerade schon wegen des Todes ihres Nationalheldens Chewbacca, der Neuen Republik bis zum Ende bei. Und wie durch ein Wunder wurde Kashyyyk dabei sogar vor einer Invasion der Vong verschont.
Als sich dann der zweite galaktische Bürgerkrieg anbahnte, hielten die Wookiees erst noch an der galaktischen Allianz fest, stellten sich dann allerdings gegen sie, als klar wurde, welche aggressiven Aktionen Jacen Solo mit der GA durchführte. Was schließlich auch zu einer großen Schlacht auf Kashyyyk selbst gegen die galaktische Allianz führte, bei der die Wookiees die galaktische Allianz allerdings zurückschlagen konnten. Und als Darth Krayt's Imperium ein Jahrhundert später übernahm, war den Sith die Gefahr durch die Wookiees durchaus bewusst, weshalb sie die Wookiees aber auch nicht versklavten, wie das Imperium unter Palpatine vorher, sondern den Planeten Kashyyyk einfach blockierten. Handel durfte in begrenztem Maße noch betrieben werden, aber Wookiees durften Kashyyyk nicht verlassen und Informationen gerade über den Status der ganzen Galaxis durfte Kashyyyk nicht erreichen. Und diese Blockade wurde vermutlich aufgehoben, als Krayt's Imperium fiel. Und da ab dem Zeitpunkt Disney Star Wars gekauft hat und Legends nun mal in Legends verwandelt wurde, alle diese Storylines gestoppt wurden, endet die Geschichte der Wookiees und Kashyyyks auch hier in Legends. In den Star Wars Prequels konnten wir gut sehen, wie ein einziger Sith Lord es schaffte, die komplette Galaxis gegeneinander auszuspielen und so Herrscher im Endeffekt der ganzen Galaxis zu werden. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben noch eine Menge weiterer Geschichten, in denen wir erfahren, wie Palpatine, oft zusammen mit seinem Meister Plagueis, in den Schatten die Fäden zogen, um die Republik und die Jedi schlussendlich zu Fall zu bringen. Und wir starten jetzt auch mit den Anfängen des ersten Plans, der 65 Jahre vor der Schlacht von Yavin begann, also ganze 33 Jahre vor Episode 1. Zu diesem Zeitpunkt hatte der sehr reiche Firmenmogul Hego Damask II., also Darth Plagueis, von riesigen Plasmavorkommen auf dem bisher eher unwichtigen Planeten Naboo gehört. Plasmavorkommen, die Hego Damask noch reicher machen könnten, wenn er seine Karten richtig spielte. Die aber gleichzeitig auch seinem alter Ego Darth Plagueis vielleicht die Möglichkeit für die ein oder andere Täuschung bringen könnte. Also reiste er nach Naboo, um sich das Ganze mal anzuschauen. Aber bei seinem Besuch auf Naboo fand er noch etwas viel Interessanteres. Nämlich einen sehr jungen, sehr ehrgeizigen Menschen namens Sheev Palpatine, der ebenfalls, wie das Plagueis schnell feststellen konnte, sehr stark in der Macht war. Damit konnte Plagueis hier zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Er nahm den jungen Palpatine unter seine Fittiche und unterrichtete den in den Wegen der dunklen Seite der Macht. Gleichzeitig hatte er aber auch dank Palpatine jemand Einflussreichen in den Reihen der Naboo. Denn Sheev kam aus einer relativ wichtigen Familie Naboos und sollte unter seinem zivilen Namen bald in die Diplomatie gehen und ein Botschafter für den Senator des Jummel-Sektors Vida Kim werden. Naboo war der größte und wichtigste Planet in diesem Sektor, womit Palpatine genau da war, wo er sein sollte und einen guten Start für eine politische Karriere hatte. Das große Problem hier war nur, dass sowohl Plagueis wie dann eben auch Palpatine Naboo für den Rest der Galaxis öffnen wollten. Zu diesem Zeitpunkt war Naboo noch kein volles Mitglied der Republik und in der Bevölkerung des Planeten schieden sich die Geister, ob der Planet sich für den Rest der Galaxis öffnen sollte oder doch lieber nur für sich selbst bleiben sollte. Plagueis kannte die Lage in der Galaxis mittlerweile ziemlich gut. Er wusste, wie oft es bei den Planeten weiter außen im Mid- und Outer Rim der Galaxis ablief. Dass bei diesen Planeten oft wichtige Rohstoffe gefunden wurden, dann kamen riesige Firmen und während die Republik ein teilweise gekauftes Auge zudrückte, Planeten und Zivilisationen ausgebeutet wurden. Und dass viele Planeten und Systeme langsam aber sicher genug davon hatten. Es bräuchte jetzt noch ein bisschen Arbeit, vielleicht ein paar Jahre oder Jahrzehnte in die richtige Richtung, aber dann könnten viele Systeme in der Galaxis sich vielleicht sogar gegen die Republik stellen wollen, weil die einfach keine Lust mehr darauf hatten, ausgebeutet zu werden. Und Naboo sollte dafür ein großer Schlüssel für die Sith werden. Das ging aber nur, wenn sich Naboo vollkommen für die Republik und natürlich auch für Firmen von außen öffnen würde. Also erhielt bei der Wahl für den nächsten König Bon Tapalo zufällig Insider-Informationen, die ihm die Wahl sichern konnten.
Die scheinbar richtige Wahl für einen König, weil Tapalo in kurzer Zeit Verträge mit dem intergalaktischen Bankenclan, Damask Holdings, der Firma von Plagueis und der Handelsföderation schloss. Tapalo, aber auch die beiden Sith hatten hier nur nicht mit dem bereits genannten Senator Vidar Kim gerechnet. Der war nämlich ein harter Isolationist, wollte eigentlich sogar den kompletten Sektor vor der Außenwelt größtenteils geschlossen halten und war auch ein sehr früher Kritiker des Deals mit der Handelsföderation, welche Naboo nämlich ziemlich ausbeutete. Sie kaufte das Plasma von Naboo und verkaufte dieses zu einem mindestens 20-fach höheren Preis weiter. Als dann, 54 Jahre vor der Schlacht von Yavin, die Frau und zwei Kinder wieder Kims in einem tragischen Unfall ums Leben kamen, wurde Kim paranoid. Er glaubte, dass seine politischen Gegner wie Bon Tapalo diesen Unfall verursacht hätten, um ihn zum Rücktritt zu zwingen. Weshalb Kim versuchte, seinen letzten lebenden Sohn, der ein Jedi geworden war, wieder für sich zu gewinnen. Dass dieser aus dem Orden austreten sollte, um die Blutlinie der Kims weiterführen zu können. Sein Sohn lehnte das vehement ab. Und eine Woche später wurde Vidar Kim in einem Speeder-Taxi von einem maladianischen Attentäter abgefangen, der ihn innerhalb von Sekunden tötete und sich dann selbst das Leben nahm, um seinen Auftraggeber nicht zu verraten. Womit der Chommel-Sektor keinen Senator mehr hatte. Aber die Bewohner des Sektors mussten keine Angst haben, denn als die Wahlen für den nächsten Senator anstanden, gab es eine einzige wirklich klare Wahl für den nächsten Senator. Den noch recht jungen Sheev Palpatine, der jahrelang schon als Botschafter für Vidar Kim gearbeitet hatte. Womit jetzt nicht nur der lästige, isolationistische Senator weg war, Palpatine hatte jetzt deutlich mehr Macht erlangt. Er konnte jetzt an der Politik in Coruscant selbst richtig teilhaben. Und er freundete sich sogar mit Vidar Kims Sohn Ronhar Kim an, wodurch Palpatine jetzt auch erste gute Kontakte zu den Jedi pflegte. Nur kurze Zeit danach stand eine Abstimmung im Senat an. Einige neue Welten wie Felucia und Murkana wollten Sitze im Senat erhalten. Was recht kontrovers war, da diese Planeten gemeinhin als Planeten der Handelsföderation galten. Sie hatten vielleicht zivile Regierungen, waren aber so stark mit der Handelsföderation verbandelt, dass ihre Sitze im Senat eigentlich auch direkt an die Handelsföderation gehen könnten. Was genau das war, was die Sith wollten. Damit konnte eine einzige Firma im Senat noch mehr Druck ausüben und diese große politische Institution weiter korrumpieren. Die neuen Mitgliedswelten würden dadurch aber noch mehr Druck spüren, indem sie nicht nur von der Handelsföderation ausgebeutet werden, sondern auch gleichzeitig weitere starke Steuern durch die Republik aufgebrummt bekommen würden. Von Palpatine wurde im Senat erwartet, dass er gegen die Aufnahme dieser Welten stimmen würde, weil sein Heimatplanet Naboo ja auch von der Handelsföderation ausgebeutet wurde. Palpatine hielt aber eine herausragende Rede im Senat und enthielt seine Stimme. Er stimmte weder dafür noch dagegen. Was im Endeffekt dann diesen Welten der Handelsföderation den Sieg brachte. Zur gleichen Zeit stellte Palpatines neuer Freund Ronhar Kim den beiden Sith Jedi Dooku und Sifo Dyas vor. Wobei Plagueis Dooku und Sifo Dyas schon etwas früher bei einer großen Versammlung auf Sereno kennengelernt hatte. Und da auch nebenbei erwähnte, welche Sorgen er sich um die Zukunft der Republik machte. Sowohl Plagueis wie auch Sidious erkannten Potenzial in beiden Jedi-Meistern, sowohl in Dooku wie auch Sifo Dyas. Dooku sah viele Probleme in der Republik und im Jedi-Orden, die seiner Meinung nach falsch angegangen wurden. Und Sifo Dyas hatte die Gabe der Präkognition. Er erhielt starke Visionen der Zukunft, die vielleicht mit ein wenig Einflussnahme manipuliert werden könnten. Dabei half sicherlich auch die Schlacht von Galidran 44 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Durch verschiedene Umstände griffen dort Jedi Mandalorianer an. Die Jedi wurden getäuscht und dachten, es wären Terroristen der Death Watch. Es waren allerdings Mitglieder der wahren Mandalorianer, angeführt durch Jango Fett, die die Death Watch erst kurz vorher vertrieben hatten. Viele Mandalorianer und Jedi starben an dem Tag,
Dooku, der die Jedi angeführt hatte, überlebte hier allerdings. Und als er von der Täuschung dort erfuhr, dass sie die falschen Mandalorianer angegriffen hatten und vollkommen umsonst auf beiden Seiten Leute gestorben waren, war es einer der letzten Gründe, die er brauchte, um final mit den Jedi zu brechen. Aber soweit wir wissen, war das nicht mal durch die Sith eingefädelt. Das war nur ein ziemlich glücklicher Umstand. Im gleichen Jahr führten die Sith aber auch noch einen anderen Plan aus, der die Republik schon gefährlich nah an den Kollaps brachte. Denn Palpatine orchestrierte hier eine relativ starke Front an Gaunern, unter der Leitung von Yeko Stark, der im Prinzip eine Robin Hood-Figur war. Denn der stahl von den meisten Firmen und Händlern im Outer Rim und Midrim, die sowieso zu hohe Preise für ihre Güter verlangten, und verkaufte dann das, was er stahl, zu einem deutlich niedrigeren Preis an die oft armen und ausgebeuteten Planeten in diesen Regionen. Was ihn schnell zu einem Volkshelden machte, vor allem weiter draußen in der Galaxis, und dafür sorgte, dass viele weitere Piraten und Söldnertruppen sich ihm immer mehr und mehr anschlossen. Die Republik versuchte erstmal, das Ganze friedlich beizulegen und eine Einigung mit Stark zu finden, indem sie Senator Finis Velorum und Jedi-Meister Tivoka des Jedi-Rats, aber auch den Senator der Handelsföderation, Newt Gunray, zu Verhandlungen mit Stark schickten. Der Senator Iriadus, Ranulf Tarkin, sah Verhandlungen mit solchen Verbrechern aber gar nicht erst ein, weshalb er mit seiner eigenen Miliz Starks Truppen angriff und so einen größeren Konflikt vom Zaun brach. Ein Krieg, der das Potenzial hatte, die Republik schon zu dem Zeitpunkt vielleicht zu stürzen. Denn Stark versuchte mit der Handelsföderation und dem größten Bacta-Produzenten der Galaxis, Sukfra, eine Allianz zu schließen, um die Republik zu stürzen. Stark hatte zwar auch oft die Handelsföderation ausgeraubt, aber so eine Gelegenheit auf noch mehr Profit konnten sich deren Anführer nicht entgehen lassen. Als Stark dann auch noch ein Nav-Computer-Virus auf die Schiffe der Friedenshüter der Republik losließ, was dann dafür sorgte, dass die in ihren Systemen strandeten und nicht weiterfliegen konnten, sah es ganz und gar nicht gut aus für die Republik. Erst als Stark dann aus den eigenen Reihen Probleme bekam, musste der fliehen und gegen Schutz der Republik helfen, die Krise zu beenden. Womit die Republik nochmal mit einem blauen Auge davongekommen war. Dieser Stark-Hyperraumkrieg hatte aber weitreichende Folgen, die den Sith durchaus nützen dürften. Finis Velorums Aktionen blieben vielen in Erinnerung. Und durch Unterstützung der Tarkin-Familie, deren Senator Ranulf Tarkin in dem Konflikt gestorben war, kam Velorum kurz Zeit später ins Kanzleramt der Republik. Dafür musste er nur Ranulf zu einem Helden des Kriegs erklären und dessen Cousin Vilhuf Tarkin eine schnelle Laufbahn durch die Ränge der Republik garantieren. Was für die Sith wiederum nützlich war, da Palpatine einer der engsten politischen Freunde Velorums wurde. In diesem Konflikt wurden aber auch viele Jedi eingesetzt und einige von ihnen starben. Unter anderem der recht alte und weise Meister Tivoka, was im Jedi-Rat Platz für dessen Schüler Plo Koon machte. Und auch Newt Gunray erhielt kurz nach dem Stark-Hyperraumkrieg den Vorsitz der Handelsföderation, wodurch er später von Sidious manipuliert werden konnte. Aber vor allem war der Krieg ein großes Zeichen für viele innerhalb der Republik. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Republik ja keine eigene Armee, nur die Jedi als Verbündete und einige Polizeitruppen. Die restliche Verteidigung ihrer Planeten und Systeme mussten diese Planeten und Systeme selbst übernehmen. Hatte man viel Geld und Ressourcen, konnte man sich eine riesige Flotte zur Verteidigung leisten. War man eher arm, hatte man vielleicht nur ein paar Sternenjäger. Dieser Stark-Hyperraumkrieg entfachte aber neues Feuer in Debatten für eine eigene Armee der Republik. Was es später vielleicht einfacher machen könnte, eine Armee durch den Senat zu bekommen, wenn die Sith in irgendeiner Art und Weise weiter eskalieren wollen würden. Gleichzeitig veränderte sich für die Welten weiter außen in der Galaxis absolut gar nichts. Im Gegenteil, während sie durch Starks Piraten bezahlbares Essen, Wasser, Treibstoff, Medizin und Ersatzteile erhalten konnten und Hoffnung bekamen, waren sie jetzt wieder allein gelassen und wurden weiter ausgebeutet.
was Unmut und Hass gegen die Republik weiter schürte, vor allem eben in den äußeren Regionen der Galaxis. Einige Jahre später, 33 Jahre vor der Schlacht von Yavin, also ein Jahr vor Episode 1, starteten die nächsten Pläne der beiden Sith. Einer davon hatte mit einem relativ neuen Planeten Yinkor zu tun. Denn die dort lebenden Yinkori hatten großes Potenzial. Leider sowohl die Sith zu stürzen, aber auch den Jedi sehr gefährlich zu werden. Denn die Yinkori waren einerseits sehr stur und körperlich sehr stark, andererseits hatten sie aber auch eine angeborene Fähigkeit, Gedankenmanipulationen durch der Macht zu widerstehen. Damit konnten sie sowohl für die Jedi wie aber auch die Sith gefährlich werden. Was wäre also, wenn man diese Yinkori vielleicht quasi selber herstellen und gefügiger machen würde? Die Idee hatte Plagueis und reiste dafür zu den renommierten Klonern auf Kamino. Mit Klonerin Kosei probierte Plagueis dann auch einiges aus an verschiedenen Yinkori-Exemplaren. Aber Kosei vermutete, dass die Kaminoaner es nicht schaffen würden, die Yinkori gefügig zu machen, ohne dabei auch deren aggressive Tendenzen zu vernichten. Und das sollte sich als wahr herausstellen. Verschiedene Klonversuche wurden durchgeführt, schlugen allerdings alle fehl. Weshalb Palpatine sich dann dazu entschied, mal wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Er sandte einen einflussreichen devaronianischen Schmuggler, Vilmar Garg, nach Yinkor, um da als Mittelsmann die Yinkori zu beeinflussen, damit Palpatine selbst nicht aufliegen würde, wenn was passieren würde. Da die Yinkori sowieso gerade dabei waren, Hyperraumtechnologie für sich zu entdecken, gerade erst der Republik so wirklich beigetreten waren und schon weitere Planeten überfielen und einnahmen, gefiel ihnen der Gedanke, noch mehr Macht zu erlangen. Also wurden die Yinkori mit Waffen und mit lichtschwertresistenten Kortosis-Rüstungen ausgestattet und auf die Republik losgelassen. Die Yinkori überfielen verschiedene Planeten und sogar eine Schiffswerft, von der sie Schiffe und Sternjäger stahlen. Als die Neuigkeiten dann einige Tage später die Jedi erreichten, wurde direkt eine große Eingrifftruppe ins System der Yinkori losgeschickt. Unter anderem dabei waren Mace Windu, Sese Tien, Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi, aber auch Adigalia, Eeth Koth und K'Krook. Doch als die mit ihren unbewaffneten Schiffen bei Yinkor ankamen, wurden sie sofort von Yinkori-Sternjägern angegriffen. Gleichzeitig hatten Palpatines Kontakte auf Coruscant eine nicht gerade geringe Anzahl an Yinkori nach Coruscant geschmuggelt, die jetzt mitten in der Nacht den deutlich unterbesetzten Jedi-Tempel angriffen. Da aber die Jedi dort, unter anderem vor allem Yoda, die Gefahr voraus spürten, waren die vorbereitet, brachten die Jünglinge in Sicherheit und stellten den Yinkori eine Falle. Was also hier ein komplettes Desaster hätte werden können, endete im Tod von allen Yinkori-Soldaten, während auf Seiten der Jedi nur zwei im Jedi-Tempel starben. Aber hätte Yoda die Gefahr nicht gespürt, hätten die Yinkori potenziell Hunderten von Jünglingen und Padawanen schaden können. Im Yinkor-System traf langsam auch eine Polizeistreitkraft der Republik ein, deren Eingriff durch Palpatines Einfluss im Senat aber deutlich verlangsamt war. Aber trotz dieses späten Eintreffens schafften es dann diese Polizeikräfte zusammen mit den Jedi, die Yinkori hier zur Aufgabe zu zwingen. Im Endeffekt wurde wegen den extrem aggressiven und expansionistischen Tendenzen der Yinkori der Planet von denen vollkommen blockiert und unter Quarantäne gestellt. Womit Palpatine hier wieder einiges erreichen konnte. 7 Jedi, darunter ein sehr weises Ratsmitglied, starben dank der Yinkori auf Coruscant und in deren Territorium. Die Yinkori waren jetzt sichergestellt und könnten sich später nicht so leicht gegen ihn stellen, als wenn die jetzt vielleicht ein Jahrzehnt Zeit gehabt hätten, sich ein kleines Imperium aufzubauen. Und die Krise hatte gezeigt, wie unglaublich langsam Kanzler Valorum mit dieser Krise klarkam. Nach außen hin sah es so aus, als wäre er absolut unfähig, in Krisensituationen schnell zu handeln und Mitgliedswelten der Republik zu helfen. Womit jetzt schon fast alles für das große Finale der Sith in Bewegung geriet.
Als ungefähr zur gleichen Zeit im Senat die Idee aufkam, die Handelsrouten weiter außen in der Galaxis zu besteuern, war der Aufschrei der Handelsföderation groß. Denn das würde teuer für die werden. Gleichzeitig besorgte das aber auch viele der Planeten weiter außen, die jetzt befürchteten, dass die Handelsföderation die gestiegenen Kosten durch neue Steuern einfach auf die abwälzen würde, was den sowieso ausgebeuteten Planeten noch weiter zusetzen würde. Weshalb Senator Palpatine von Naboo ein Treffen außerhalb des Senats vorschlug, an dem die Republik, Senatoren, die Handelsföderation, aber auch andere Interessensvertreter teilnehmen könnten. Und als Ort für das Treffen wurde Eriado gewählt, ein wichtiger Handelsknotenpunkt im Outer Rim. Mit dabei waren natürlich Kanzler Valorum und die Handelsföderation, aber auch andere Firmenzusammenschlüsse wie die Handelsgilde, die Techno-Union, aber auch unter anderem die Hutten, die Stark-Veteranen-Vereinigung, die sich aus Veteranen dieses Stark-Hyperraumkriegs zusammensetzte und sich für die Rechte der Planeten der äußeren Regionen einsetzte. Aber auch Delegationen einzelner Planeten wie Malastair und Solust aus dem Outer Rim. Eine Gruppierung war hier aber nicht eingeladen, die sogenannte Nebelfront. Das war ebenfalls eine Gruppe, die sich für die Rechte der ausgebeuteten Planeten des Outer und Midrims einsetzte, die aber kaum Gehör fand und in den letzten Jahren auch einen militanten, sehr brutalen Ableger gegründet hatte. Offiziell waren die nicht eingeladen, weil Valorum Angst hatte, denen so eine zu große Legitimität einzuräumen. Aber vielleicht war das auch durch Palpatine eingefädelt, denn das gab den Sith eine neue, weitere gute Chance. Denn dieses Treffen auf Eriado ging komplett in die Hose. Die Nebelfront hatte wirklich was auf Eriado geplant, das sollte aber in Richtung Kanzler Valorum gehen. Was aber wirklich passierte, war, dass die Sicherheitsdruiden der Delegation der Handelsföderation sich gegen ihren Meister richteten und 6 der 7 Abgeordneten des Direktorats der Handelsföderation töteten. Eine blutige Hinrichtung, die natürlich die Nebelfront durchgeführt haben musste. Die haben vorher schon lange damit geworben, was auf Eriado zu machen. Wer könnte das also sonst gewesen sein? Damit schlugen die Verhandlungen auf Eriado fehl, was einiges mit sich führte. Valorum bekam das als Kanzler absolut nicht gut. Sein großes Vorhaben auf Eriado war gescheitert und er musste dafür gerade stehen. Der einzige vom Direktorat der Handelsföderation, der das Ganze überlebt hatte, war Newt Gunry, der zu dem Zeitpunkt schon von Darth Sidious kontaktiert worden war und unter seiner Kontrolle war. Und weil Newt Gunry der einzige Überlebende war, nahm der jetzt einfach allein die Kontrolle der Handelsföderation in seine eigene Hand und beschloss Naboo als Protest zu blockieren. Denn diese Besteuerung der Handelswege, über die hier auf Eriado verhandelt werden sollte, wurde vom Senat nach dem Vorfall auf Eriado einfach durchgewunken. Die Idee war gewesen zu verhandeln, dass die Republik die Handelswege besteuert, die Handelsföderation dafür dann aber ihre eigenen Sicherheitskräfte und die Bewaffnung ihrer Schiffe aufstocken dürfte, um Piratenangriffen besser Herr zu werden. Und zum Beispiel sowas wie die Überfälle durch Stark einige Jahre vorher direkt im Keim ersticken zu können. Jetzt wurde die Besteuerung durchgewunken, aber die Erlaubnis, sich besser verteidigen zu können, blieb der Handelsföderation verwehrt. Um dem Ganzen zu protestieren, kam dann die Blockade Naboos. Weil natürlich auch noch der Senator Naboos dieses Treffen auf Eriado erst vorgeschlagen hatte. Und natürlich beleidigte diese Entscheidung nicht nur die Handelsföderation, sondern auch sehr, sehr viele Welten des Mid- und Outer Rims, weil die gegen diese Besteuerung ja auch waren, in der Befürchtung, dass die Handelsföderation die gestiegenen Preise einfach auf die abwälzen würde, womit die Planeten weiter außen noch weiter vergrault wurden. Aber als ein weiterer Bonus für die Sith hatte der Senat nicht nur die Besteuerung durchgewunken, sondern auch die Kräfte des Kanzlers weiter eingeschränkt. Ab sofort durfte der nicht mehr frei über die Sicherheitskräfte und nicht mehr frei über die Jedi verfügen, weil die Jedi auf Eriado da auch Mist gebaut hatten und diesen Anschlag nicht verhindern konnten. Was dann natürlich diese Blockade der Handelsföderation über Naboo weiter sichern dürfte und Valorum natürlich weiter unfähig dastehen lassen dürfte.
Und auf Naboo hatte Palpatine dafür gesorgt, dass es da eine neue, sehr unerfahrene und scheinbar naive Königin gab. Dass die in irgendeiner Art und Weise mit der Blockade klarkam, das war eher unwahrscheinlich. Während der Blockade Naboos wollte Velorum dann unbedingt eingreifen. Aber der Senator der Handelsföderation, Lord Dodd, argumentierte, dass sie kein Verbrechen begangen hätten, da sie niemanden angegriffen, keine Schiffe vernichtet oder den Planeten gar invadiert hätten. Das wollten die auch gar nicht. Die Gespräche gingen im Senat über Wochen und Wochen. Doch Velorum hatte keine Handhabe in irgendeiner Art und Weise. Also zog sich die Schlinge langsam bei Velorum zu. Allerdings hatte Palpatine mit zwei Faktoren nicht gerechnet. Die neue junge, naive Königin war gar nicht so jung, naiv und beeinflussbar, wie er dachte. Als Naboos Senator drängte Palpatine Amidala dazu, ruhig zu bleiben und nichts Unüberlegtes zu tun. Sie dachte aber gar nicht erst daran und kontaktierte Velorum einfach selbst persönlich und machte ihn persönlich für das Leiden ihres Volks verantwortlich. Der arme Velorum, der jetzt seit Jahren unwissend ausgespielt worden war und nicht wirklich viel tun konnte, beschloss, den legalen Weg zu verlassen und seine Freundschaft bei den Jedi spielen zu lassen. Er kontaktierte seine Freundin, Meisterin Adigalia, und bat informell um die Hilfe der Jedi, wodurch Meister Mace Windu, die beiden mit solchen Sachen recht erfahrenen Jedi Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi auf die Sache ansetzte. Das war höchst illegal von Velorum, gerade weil er das erst vor kurzem noch verboten bekommen hatte, weshalb Palpatine damit eben auch nicht gerechnet hatte. Also befahl Palpatine als Sidious, Knut Gunry die beiden Jedi zu töten. Womit wir bei der Story von Episode 1 sind. Wir wissen aber auch, dass Palpatine die Wahl zum Kanzler dann auch ein wenig manipulierte. Palpatine war zwar hoch im Kurs und es war wahrscheinlich, dass er gewinnen würde, aber nur um sicher zu gehen, setzte Palpatine Mitglieder seiner Sonnenwache darauf an, einige Senatoren heimlich auszuschalten. Natürlich da vor allem die Senatoren, die am ehesten gegen Palpatine bei der Wahl zum Kanzler gestimmt hätten. Aber natürlich haben wir da auch noch dann Sifo Dyas und Dooku. Dooku konnte nach Galidran und nach Qui-Gons Tod relativ leicht von Palpatine rekrutiert werden und als Palpatine Plagueis dann ausgeschaltet hatte, war der Weg für einen weiteren Sith-Schüler auch frei. Und Sifo Dyas wurde durch mehrere Treffen noch vorher mit Hego Damask so stark beeinflusst, dass er den Trichter scheinbar wie von selbst bekam, nach Kamino zu fliegen und da eine Klonarmee zu bestellen. Denn es schienen ja dunkle Zeiten für die Republik bevorzustehen. Und damit das niemand herausbekam, wurde Sifo Dyas vom jetzt Seite gewechselten Dooku getötet. Die Sith nutzten in all der Zeit aber auch eine geheime Privatarmee, auf die ich jetzt noch nicht wirklich eingegangen bin, die aber viel von der Drecksarbeit der Sith erledigte. Die Sun Guard, oder auf Deutsch die Sonnenwache, die eine Zeit lang auch harte Rivalen der Mandalorianer waren. Aber über die gibt's noch selber eine Menge zu erzählen, was jetzt hier nicht mehr mit ins Video reinpasst. Weshalb ich für die auch ein eigenes Video die nächsten Wochen machen werde. Wenn ihr das also sehen wollt, lasst gerne ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da und haltet die nächsten Wochen danach Ausschau. Aber was sagt ihr? Wie findet ihr diese vielen Spielchen und Täuschungen der Sith, vor allem von Plagueis und Sidious hier? Und würdet ihr gerne irgendwas davon auch im Kanon adoptiert sehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Denn Asajj Ventress war eine Tochter Dathomirs, was in diesem Fall auch eine Tochter der Nachtschwestern bedeutet. Einem Clan an machtsensitiven Frauen, die über Dathomir herrschten und eine etwas andere Sicht und Nutzungsweise der Macht hatten, als zum Beispiel die Jedi oder die Sith. Weshalb es bei denen auch nicht Macht, sondern Magie genannt wurde, was die nutzten. Doch Ventress blieb hier nicht lange auf Dathomir. Schon als kleines Kind gaben die Nachtschwestern sie weg an einen Gauner namens Halstead, der die Nachtschwestern bedrohte. Um ihre Sicherheit zu erkaufen, gaben die Nachtschwestern Ventress fort, wodurch sie dann mit Halstead zum Planeten Ratatak kam.
Ein sehr brutaler Ort mit hunderten verschiedenster Fraktionen, die um die Herrschaft des Planeten ständig blutige Kämpfe ausfochten. Aber auch mit fast schon galaxisweit berühmten Gladiatoren-Arenen. Der Großteil der Galaxis interessierte sich nicht wirklich für Ratatak, doch ein Jedi-Ritter, Kain Narek, wollte dem Planeten und seinen Bewohnern helfen, aus dieser ständigen Spirale aus Gewalt und Hass zu entkommen. Wobei er vielleicht auch deswegen sehr motiviert war, den Planeten zu befrieden, weil er auf Ratatak gestrandet war, ohne Hoffnung auf Hilfe aus dem Jedi-Tempel. Dabei stieß Kain Narek schließlich auf Halstead und auf die kleine Ventress. Halstead starb, doch Narek erkannte das Potenzial in Ventress, weshalb er sie als Schülerin unter seine Fittiche nahm, und da war Ventress gerade einmal 5 Jahre alt. 21 Jahre lang trainierten Narek und Ventress zusammen und halfen dabei, Ratatak wirklich zu einem friedlicheren Ort zu machen. Trotzdem blieben Konflikte nicht aus, weshalb eines tragischen Tages das Schicksal Kain Narek doch einholte, als er in einer Auseinandersetzung mit Weequay-Piraten getötet wurde. Damit war Ventress eine sehr mächtige, aber nur halb trainierte Jedi mit sehr vielen Emotionen, die sie nur schwer kontrollieren konnte. Was eine sehr schwerwiegende Kombination ist. Ohne Anleitung und weisende Hand gab sich Ventress nicht nur der Trauer, sondern auch der Wut und dem Hass hin, was sie zur dunklen Seite der Macht führte. Sie aber gleichzeitig auch noch mächtiger machte. Während Narek mit ihr 21 Jahre lang vorher versucht hatte, dann den Planeten zum Frieden zu bringen, ging Ventress jetzt einfach mit brutaler Kraft vor. Jeder, der sich gegen sie stellte, starb recht schnell, wodurch auch jeder noch so kleinste Kriegsherr auf dem Planeten schnell ausgelöscht wurde und Ventress die Kontrolle über ganz Ratatak erlangte. Das hielt aber nicht lange an, da ein überlebender Kriegsherr des Planeten sich selbst als Beute auslegte und Ventress gefangen nahm, als sie kam, um ihn zu töten. Womit Ventress sich wieder in Gefangenschaft wiederfand. Eine Sklavin unter einem Kriegsherren, der jetzt an ihrer Stelle die Kontrolle über ganz Ratatak übernehmen wollte. Und was machte so jemand mit einer gefangenen, sehr gefährlichen Machtsensitiven? Sie natürlich in den brutalen Arenen des Planeten zur Schau stellen, um damit noch mehr Zuschauer anzulocken. Einer dieser Zuschauer sollte aber auch schnell Ventresses Zukunft sehr drastisch verändern. Denn unter diesen befand sich ein adliger Serenianer, der auf der Suche nach einer neuen Schülerin war. Count Dooku. Ein ehemaliger Jedi, der jetzt im Geheimen ein Sith-Schüler Darth Sidious geworden war und nach einem neuen Schüler selbst suchte, um seinen Meister in Zukunft vielleicht schlussendlich stürzen zu können. Und Ventress' Performance und vorherige Geschichte als Herrscherin des Planeten überzeugten ihn sehr. Was dazu führte, dass Dooku Ventress' neuen Herrn einfach tötete und ihr einen Platz an seiner Seite als neue Schülerin anbot. Natürlich auch mit der Möglichkeit, viele Jedi in Zukunft töten zu können. Da Dooku selbst eine lange Zeit ein Jedi-Meister gewesen war und nun unter Sidious noch einiges mehr über die dunkle Seite gelernt hatte, konnte auch Dooku Ventress noch weiter unterweisen. Unter anderem auch weitere Kampftechniken mit den beiden neuen Lichtschwertern beibringen, die er Ventress schenkte. Und dann folgte auch schon Ventress' erste Mission, die erstmal so gar nichts mit den Klonkriegen oder den Separatisten zu tun hatte. Denn kurz vor den Klonkriegen musste Dooku etwas sehr Persönliches erledigt haben, was er gleichzeitig auch als Test für Ventress nutzen konnte. Dooku wollte nämlich von Ventress, dass sie seine Schwester ausfindig machen würde. Dooku kam zwar sehr früh zu den Jedi und hatte da keinen Kontakt zu seinen Eltern oder seiner Familie. Aber noch in jungen Jahren reiste er auf eine Mission nach Sereno mit anderen Jedi mit und lernte dort seine Geschwister erneut kennen. Und hielt mit einer von denen, Jensa, über die Jahre noch Kontakt. Doch nun war seine Schwester Jensa verschwunden, also erhielt Ventress die Aufgabe, nach Jensa zu suchen. Ventress wühlte dafür in der Vergangenheit Dookus herum und erfuhr selbst einiges über Dookus Hintergründe bei den Jedi, aber auch seine ersten dunklen Seiten, schaffte es dadurch aber auch Jensa zu finden.
Sie war von einem Kriminellen entführt worden, der wiederum von einem Agenten der Republik bezahlt worden war, um aus Jensa potenzielle Geheimnisse über Dooku herauszufinden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Klonkriege noch nicht gestartet, aber die Separatistenbewegung existierte schon und Dooku war deren Kopf. Und dass potenziell ein Krieg in der Luft hing, war vielen auf beiden Seiten klar. Also rettete Ventress Jensa zunächst, bis sie von Dooku erfuhr, dass ihre eigentliche Aufgabe es war, Jensa zu töten, um Dookus Geheimnisse mit ihr zu begraben. Als Ventress diese Aufgabe bestanden hatte, wurde sie von Dooku final in die Reihen der Separatisten für die ausbrechenden Klonkriege eingebunden. Er hielt dort einen recht hohen Rang und konnte dadurch auch selbst große Truppenverbände der Konföderation anführen. Und eine ihrer ersten Schlachten führte Ventress mit einigen anderen Separatistenanführern zum Planeten Christophsis. Die Separatisten wollten einen Keil in die verschiedenen Gebiete der Republik treiben und Truppenverbände voneinander abschneiden. Da eignete sich Christophsis unter anderem gut, weil es direkt auf der großen Hyperraumroute des korellianischen Runs lag. Eine der größten und wichtigsten Hyperraumrouten der Galaxis überhaupt und einer der Hauptwege für viele Welten im galaktischen Süden, um aus dem Outer Rim weiter in die Kernwelten zu gelangen und andersherum. Also half Ventress bei der Invasion des Planeten. Unter anderem auch damit, einen Klonsoldaten zu bestechen, um von diesem wichtige Informationen zu erhalten. Gleichzeitig lockte Ventress die Jedi Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker ins Hauptquartier der Separatisten und zog die beiden dort in ein Duell, während ihr Informant Slick in Seelenruhe das Waffenlager der Republik auf Christophsis sabotieren und in die Luft jagen konnte. Ventress schaffte es, vor Kenobi und Skywalker zu fliehen, die dann sowieso recht schnell zu ihren Truppen zurückkehrten und überließ Kommandant Worm Loathsome den Rest der Schlacht von Christophsis, um sich einem wichtigeren Thema zuwidmen zu können. Denn bei diesen gerade entflammenden Klonkriegen waren die Republik und die Separatisten definitiv die beiden größten Fraktionen. Aber nicht die einzigen großen Player in der Galaxis. Da gab es unter anderem natürlich auch noch die Hutten, die ein eigenes Reich unter sich hatten. Deren Reich war zwar nicht so groß wie das der Republik oder der Separatisten, aber groß genug und vor allem wichtig genug gelegen, um für das Große und Ganze in der Galaxis relevant zu sein. Zudem waren die Hutten reich und hatten in gewissen Kreisen einen sehr großen Einfluss. Weshalb eine Zusammenarbeit mit den Hutten für jede der beiden Seiten ein sehr großer Pluspunkt sein könnte. Doch die Hutten hatten sich seit dem Beginn dieses Konflikts bisher neutral gezeigt. Und genau das sollte Ventress mit ihrer nächsten Mission ändern. Ihr Auftrag? Rota den Hutten entführen, den Sohn Jabbas. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das den Separatisten jetzt dabei helfen soll, ihre Verbindung zu den Hutten zu verbessern und nicht zu verschlechtern. Aber Ventress spielte hier ein doppeltes Spiel. Sie brachte Rota in ein verlassenes Kloster auf Teth und positionierte dort eine relativ geringe Droidenabwehr. Zumindest nach außen hin. Genug, um der Republik und den Jedi Probleme zu machen, aber nicht genug, um sie wirklich direkt aufzuhalten. Und dann ließ sie Informationen über Rotas Aufenthaltsort zur Republik durchsickern. So lockte sie die Jedi Anakin Skywalker und Ahsoka Tano wie auch Obi-Wan Kenobi nach Teth, die schließlich Rota befreien und mitnehmen konnten. Was wiederum von Ventress heimlich aufgenommen und an ihren Meister Dooku geschickt wurde. Der schon direkt auf Tatooine in Jabbas Palast auf diese Aufnahme wartete. So hatten sie starke Beweise, dass es nicht die Separatisten waren, die den kleinen Hutling entführt hatten, sondern die Jedi und die Republik. Damit war Ventress' Aufgabe aber immer noch nicht erledigt. Sie hatte jetzt diesen Hutling in die Hände der Jedi gebracht, die Aufnahmen gemacht, aber jetzt musste sie den Hutling auch wieder zurückkriegen und lebend zu Jabba zurückbringen, um diese Allianz zwischen den Separatisten und den Hutten wirklich zu finalisieren. Das war nur leider leichter gesagt als getan. Die Republik landete weitere Truppen auf Teth und Skywalker und Tano flüchteten mit Rota, während Kenobi eine Offensive gegen Ventress fuhr.
In einem Duell gegen den Meister des Soresus hielt sich Ventress, um ehrlich zu sein, ziemlich gut. Doch Obi-Wans bedachter Kampfstil sorgte dafür, dass sich der Kampf sehr lange hinauszog und die beiden Jedi-Flüchtenden mit dem Hutling in den Hyperraum entkommen konnten. Ohne also jetzt eine wirkliche Möglichkeit an Rota noch heranzukommen, ging Ventress auf Plan B über. Sie floh vor Obi-Wan und teilte dann Dooku mit, dass die Jedi Rota getötet hätten. Was Dooku dann wiederum leider in Zugzwang brachte, die Jedi noch auf Tatooine vor Jabbas Palast abfangen zu müssen, töten zu müssen und dann auch noch Rota ruhigstellen zu müssen, damit diese Lüge nicht aufflog. Etwas, was Dooku wiederum dann nicht gelang. Wodurch auch die Allianz zwischen Hutten und Separatisten flöten ging. Das war ein erster Fehler, den Ventress sich hier geleistet hatte und vielleicht auch schon ein Vorzeichen darauf, wie Ventresses Zukunft weiter verlaufen sollte. Nichtsdestotrotz war Ventress ein sehr nützliches Werkzeug für Dooku, weshalb es für sie auch prompt auf die nächste Mission ging. Wieder um eine neue potenzielle Allianz zu schmieden. Denn in den Anfangstagen der Klonkriege hielt sich der Planet Toydaria und auch deren Spezies, die Toydarianer, neutral. Doch Spione der Separatisten bekamen mit, dass deren Loyalität vielleicht bald in Richtung Republik neigen könnte. Die Toydarianer wollten nicht unbedingt in den Krieg eingreifen, aber der Republik potenziell ermöglichen, Nachschublager in ihrem Territorium zu errichten. Und da Toydaria sowohl im Outer Rim wie auch im Huttenraum lag, wäre das schon ein herber Schlag gegen die Separatisten gewesen. Zudem hätte das vielleicht auch zu einem Domino-Effekt führen können, wodurch andere neutrale Planeten ebenfalls in Richtung Republik hätten fallen können. Also wurde Ventress mit einer regelrechten Kampfdroiden-Armee und zwei Kreuzern der Munificent-Klasse zum Mond Rugosa geschickt, auf dem die Verhandlungen mit der Republik stattfinden sollten. Ventress war dann sogar die erste, die dort eintraf, vor den Toydarianern und vor der Republik. Sie ließ Störsender platzieren, nahm die Droiden mit auf die Oberfläche und ließ die Fregatten sich verstecken. Als König Katunko, der Toydarianer, dann auf Rugosa ankam, ermöglichte sie eine holographische Kommunikation zwischen dem König und Count Dooku, um die Toydarianer vielleicht doch auf die Seite der Separatisten locken zu können. Mit den Argumenten, dass die Droidenarmee natürlich deutlich stärker und fähiger sei, als die Jedi und deren Klone auf Seiten der Republik. Da traf ein Venator-Sternzerstörer der Republik ein, der dann prompt von den beiden versteckt gehaltenen Fregatten angegriffen wurde. Wieder ein Zeichen der Stärke der Separatisten. Der Venator musste dann auch direkt fliehen, doch eine Rettungskapsel mit Jedi-Meister Yoda und eine Handvoll Klonen schaffte es auf die Oberfläche. Um trotzdem noch Katunkos Gunst gewinnen zu können, bot Ventress einen Wettstreit an. Wenn ihre Droiden es schaffen würden, Yoda gefangen zu nehmen und auszuschalten, würde es die Überlegenheit der Separatisten beweisen und Katunko würde sich ihnen anschließen. Und wenn Yoda als Sieger hervorgehen würde, könnte sich Toydaria mit der Republik verbünden. Katunko war davon nicht begeistert, doch Meister Yoda nahm an. Und auch obwohl Ventress Yoda nicht wirklich einen fairen Kampf lieferte, schaffte es Yoda eine Menge Androiden zu vernichten, zu überleben und in Freiheit zu bleiben. Womit Ventress Katunko eigentlich den Weg zur Republik freimachen sollte, so wie sie es abgesprochen hatte. Daran dachte Ventress aber gar nicht und wollte Katunko töten, um den Weg für einen pro-separatistischen Monarchen auf Toydaria freizumachen. Doch Ventress hatte ja auch nicht mit Meister Yoda gerechnet, der gleichzeitig eintraf und den letzten tödlichen Schlag von Ventress verhinderte. Ventress war aber auch ganz gerne vorbereitet, weshalb sie vorher versteckte Sprengladungen zündete, die Meister Yoda dann damit beschäftigten, herabfallendes Geröll aufzuhalten, wodurch Ventress wieder einmal fliehen konnte. Sie kam mit dem Leben davon, hatte aber eine weitere Mission nicht zur Zufriedenheit ihres Meisters ausgeführt. Wenn ihr aber das Gefühl habt, dass ich hier meine Videos zu eurer Zufriedenheit fertigstelle und ihr noch weitere Videos dieser Art auch über andere Charaktere oder Fraktionen sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da.
Aber die nächste Operation sollte dafür wieder in Ventresses Karten spielen. Denn hier ging es ums Einschleichen und hinterlistig sein. Das, was Ventress besonders gut konnte. Auf dem Planeten Rhodia hatte die Handelsföderation, die zu dem Zeitpunkt ja durchaus mit den Separatisten zusammenarbeitete, versucht, einen neuen Verbündeten zu gewinnen. Rhodias Handelsrouten waren des Öfteren Ziele von Piraten geworden, wodurch die Rhodianer langsam aber sicher verhungerten und die Republik schaffte es nicht, die Routen zu sichern und genug Nachschub fürs Volk zu liefern. Also hatte die Handelsföderation eingegriffen mit direkt ihrem Vizekönig vor Ort. Was potenziell vielleicht Rhodia auf die Seite der Separatisten hätte ziehen können. Doch einige Verstrickungen hatten dann dazu geführt, dass Rhodia doch auf Seiten der Republik blieb und Newt Gunray festgenommen wurde. Da Gunray sowohl ein hohes Tier bei den Separatisten war, aber auch schon vor den Klonkriegen mit Sidious gearbeitet hatte und somit gar nicht mal so wenige Geheimnisse kannte, war es von höchster Wichtigkeit, Gunray wieder aus den Fängen der Republik zu befreien. Am besten noch, während er transportiert wurde und nicht während er irgendwo in einem Hochsicherheitsgefängnis in irgendeinem Loch saß. Was dann der nächste Job von Ventress wurde. Auf einem Angriffsschiff der Separatisten versteckte sich Ventress, welches den Venator-Angriff der Gunray transportierte. Auf diesem Venator befanden sich aber nicht nur Klone, sondern auch Senatswachen, wie aber auch die Jedi Ahsoka Tano und Luminara Unduli. Ventress versuchte durch einige Tricks Gunray zu befreien und war auch einmal ganz kurz davor, das zu schaffen, wurde aber immer wieder durch Tano und Unduli in Duelle gezwungen. Zum Glück hatte Ventress hier aber noch einen weiteren Verbündeten an Bord. Eine Senatswache namens Faro Argios, die bereit war zu desertieren und Gunray aus seiner Zelle befreite, als Ventress die Jedi beschäftigte. Aber während diese Senatswache Gunray ebenfalls retten wollte, war ihm Ventress nicht wirklich wichtig. Ganz im Gegenteil, das ohne Ventress zu schaffen, wäre für ihn sogar noch besser, weil er hoffte dann noch mehr von Dooku entlohnt zu werden. Weshalb er alleine mit Gunray in eine angedockte Fregatte stieg und vom Venator floh. Ventress konnte sich aber auch noch auf eine Rettungskapsel des Venators retten und damit bei der Fregatte andocken. Als Argus dann aber trotzdem den Erfolg der Mission hauptsächlich für sich verbuchen wollte, wurde er durch den Rücken von Ventress erstochen. Vielleicht auch, weil Ventress bisher eher wenige Erfolge bei ihrem Meister verbuchen konnte und diesen Erfolg wirklich dringend brauchte. Interessanterweise wurde Ventress nach diesem Vorfall eine Art Nemesis für Luminara und Unduli, da sie die Separatistenanführerin war, der sich Unduli am häufigsten gegenüber sah. Wie auch bei einer Auseinandersetzung auf dem eiskalten Planeten Altsorge 3, wo sowohl Luminara und Unduli wie auch Ayla Secura Ventress duellierten und sie schließlich unter Eis begraben zurückließen. Woraus sich Ventress wie so üblich aber wieder befreien und fliehen konnte. Als nächstes sollte Ventress sich einen republikanischen Senator schnappen, der die Seiten wechseln wollte. Was Ventress zum Luxusliner der Halcyon brachte. Da die Republik allerdings vermutete, dass dieser Lannix-Senator Zast Trivak Verbindung zu den Separatisten schon aufgenommen hatte, sollte er von niemand anderem als dem Jedi Anakin Skywalker und der Senatorin Padma Amidala undercover überprüft werden. Was Ventress mal wieder ihren Weg mit Anakin kreuzen ließ. Fast hätte Ventress es da geschafft, Trivak von der Halcyon zu holen, als Skywalker sie ausfindig machte und einen Kampf anfing, der dann aber auch relativ schnell von einem Hutten unterbrochen wurde, der die Hintergründe für diese Störung erfahren wollte und mit einer Menge Feuerkraft auftauchte. Als Trivak dann anfing, diesem Hutten Geheimnisse über die Republik und die Separatisten anzudeuten und hoffte, dass er vielleicht von ihm aus dieser Situation komplett rausgerettet werden konnte, ohne Konsequenzen der Separatisten oder der Republik erfahren zu müssen, tötete Ventress ihn einfach kurzerhand und floh schnell von diesem Kreuzer. Bei der Schlacht von Korm war Ventress ebenfalls anwesend und sorgte da unter anderem für den Verlust von Klon-Commander Wolfs Auge. Viel mehr wissen wir über diese Schlacht im Kanon aber nicht. Dafür kam dann Ventresses nächster großer Auftrag rein.
die Klonanlagen auf dem Planeten Kamino zu invadieren. Die waren von Anfang an ein Dorn im Auge der Separatisten gewesen und der General der Droidenarmee Grievous hatte Kamino zu seiner Top-Priorität gemacht. Und vorher sogar schon einmal seine Fühler in die Nähe von Kamino ausgestreckt, was allerdings nicht von Erfolg gewesen war. Die Separatisten hatten hier jetzt aber zwei Ziele auf Kamino festgelegt. Die oberste Priorität war es natürlich, die Klonanlagen zu vernichten. Aber fast genauso wichtig war es, das Genmaterial Jango Fetts zu stehlen. Um zum einen den Kaminoanern zu verwehren, daraus weitere Klone zu machen, falls sie woanders Klonanlagen hatten oder falls die Stadt und die Klonanlagen das überlebten. Aber vielleicht könnte mit diesem Genmaterial in den richtigen Händen auch noch Schlimmeres für bereits existierende Klone hergestellt werden. Und Ventress sollte ein wichtiger Bestandteil dieses Angriffs auf Kamino werden. Sie war nämlich die erste auf dem Boden, oder eher gesagt im Wasser. Heimlich mit einem Trident-Klasse-Angriffsschiff eingeschleust, was nun unter Wasser auf den Angriff der Hauptflotte wartete. Mit Ventress dabei waren auch noch einige Droiden der AQ-Serie, die sowohl an Land wie aber auch unter und im Wasser kämpfen konnten. Doch die Kommunikation zwischen Ventress und Grievous, die dann kurz vor dem Angriff stattfand, um den Final zu koordinieren, sollte den Separatisten hier zum Verhängnis werden. Denn diese Kommunikation wurde von der Republik abgefangen und so noch rechtzeitig die 501. Klonlegion zusammen mit einigen Jedi zurück nach Tipuka City auf Kamino beordert. Als Grievous' Flotte dann ankam, war Kamino deutlich besser verteidigt als zunächst von den Separatisten angenommen. Ventress leitete auf dem Boden trotzdem den Angriff auf die Stadt ein, während Grievous im Orbit eine Schlacht gegen die Flotte der Republik ausfochte. Aber die Schlacht war noch nicht verloren, obwohl es jetzt deutlich schwieriger war. Denn Kamino war den Separatisten so wichtig, dass sie sogar mit extra vielen Verlusten auf ihren eigenen Seiten rechneten. Sie hofften sogar, dass die Republik viele ihrer eigenen Schiffe abschießen würde, damit deren Hüllen dann auf Kamino fallen und damit potenziell auch noch weitere Truppen auf den Boden und vielleicht auch ein bisschen weitere Zerstörung bei der Stadt bringen könnte. Ventress schaffte es sogar ins Innerste Tipuka Cities vorzudringen und sich die Genproben Fetts zu schnappen. Nur um mal wieder von Anakin Skywalker in ein Duell gezwungen zu werden. Ein Duell, was Ventress auch mal wieder nicht gewinnen konnte. Und da Grievous ebenfalls auf der Oberfläche jetzt Probleme bekam, flohen beide vor den Jedi. Und Ventress war gezwungen, das Genmaterial Fetts zurückzulassen. Wodurch sie hier wieder eine weitere Niederlage verbuchen musste. Was Ventress dann schließlich zur schicksalsreichen Schlacht von Sullust führen sollte. Über dem Separatistenplaneten Sullust, bei dem Ventress die Verteidigung leitete. Und mal wieder gegen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi antrat. Sie schaffte es, Kenobis Sternjäger auf den Hangar ihres Flaggschiffes zu zwingen und dadurch ein weiteres Lichtschwertduell zwischen sich selbst und Kenobi und Skywalker zu beginnen. Was zu dem Zeitpunkt aber keiner von den dreien wusste, Ventress' Leben sollte sich bald auf einen Schlag wieder mal komplett auf den Kopf stellen. Denn trotz ihrer Fehlschläge war Ventress mächtig geworden. Sie hatte immerhin auch unzählige Begegnungen mit anderen sehr mächtigen Jedi zumindest überlebt. Etwas, das nicht viele von sich sagen konnten. Und das war Sidious, langsam um ehrlich zu sein, zu mächtig. Weswegen er befürchtete, dass Dooku mit Ventress zusammen bald stark genug werden könnte, um ihn zu töten und zu ersetzen. Also befahl Sidious Dooku, Ventress auszuschalten. Was darin resultierte, dass Dooku die anderen Separatistenschiffe das Feuer auf das Flaggschiff mit Ventress an Bord eröffnen ließ. In allerletzter Sekunde schaffte es Ventress mit ihrem eigenen Jäger noch aus dem Hangar des Schiffes heraus, bevor ihr Flaggschiff explodierte. Allerdings ohne ein Anzeichen von irgendwelchen Überlebenden zu hinterlassen. Und doch trieb Ventress nach der Schlacht fast leblos in ihrem halb zerstörten Jäger umher und wurde von einer Gruppe an Schrottsammlern aufgegabelt, mit denen sie natürlich schnell kurzen Prozess machte.
und nun ein Schiff hatte, mit dem sie zu ihrem Heimatplaneten Datomir zurückfliegen konnte. Wieder einmal war Ventress' Leben komplett auf den Kopf gestellt worden und wieder einmal musste sie neue Führung und einen neuen Lebensstil finden. Aber eine Sache war in ihr gleich geblieben. Ein absoluter wütender Hass, dieses Mal jedoch auf niemand anderen als ihren alten Meister Count Dooku. Aber wie das Ganze weitergeht, wie Ventress mehrere Male versuchte, Dooku zu töten und was sie sonst noch so in der Zeit gemacht hat, wie auch ihren vermeintlichen Tod, werden wir uns im nächsten Video anschauen.